Fricke-Preis erinnert uns an Auseinandersetzung mit einem totalitären Regime. Daraus können wir lernen, daraus können wir Schlüsse ziehen, die es uns ermöglichen, nicht die gleichen Fehler und Unaufmerksamkeiten zu begehen, die zu Katastrophen geführt haben. Besonders wichtig ist mir an dem Preis, dass er, wie ich hoffe, Menschen Mut macht, nicht nur nach vorn, sondern auch zurückzugucken. Also dieser Preis ist auch für mich wichtig, weil er Dissidenten, also die ehemaligen Dissidenten würdigt, die oft eigentlich von der historischen Fläche nicht wirklich verschwinden, aber sich so unbemerkbar machen. Dieser Preis ist genau darauf ausgerichtet, in Erinnerung zu rufen, was in einer Diktatur mit den Menschenrechten passiert und was jedem einzelnen Menschen auch angetan werden kann und wie wichtig es ist, sich mit Mut, Zivilcourage, aber auch Kreativität dagegen zur Wehr zu setzen. Den Fricke-Preis muss es geben, weil das der Mann war, der Wissen mit Empathie verbunden zu einem Bewusstsein machen konnte. Und genau das ist die Aufgabe des Preises. Also für mich ist der Preis deshalb so wichtig, weil er Personen und Initiativen ehrt, die sich ganz konkret diesem Thema der Aufarbeitung verschrieben haben und das auf eine sehr effiziente Weise tun. Und jeden Tag haben wir gemerkt, Leben in einer Diktatur ist anders als Leben in einer Demokratie, und zwar für jeden Einzelnen von uns. Wir werden also Demokratie weiter gestalten, verbessern müssen, wenn wir Demokratie erhalten wollen. Der Fricke-Preis bildet Mut und Zivilcourage, Freiheit und Demokratie ab. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser etwas besonderen Preisverleihung des mittlerweile dritten Karl-Wilhelm-Fricke-Preises hier in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, die in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen stattfindet. Und das heißt, es kann keine öffentliche Veranstaltung stattfinden, sondern wir übertragen heute live aus der Kronenstraße die Vergabe dieses Preises mit einem etwa 30-minütigen Livestream. Für Sie draußen, die diese Übertragung verfolgen oder sich später anschauen, hier im Saal sind etwa 10 Persönlichkeiten anwesend, natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand, darunter natürlich neben der Hauptpreisträgerin Freya Klier, die Vertreter unserer Stiftungsgremien Markus Meckel, der Stiftungsratsvorsitzende Rainer Eppelmann, der Vorsitzende des Vorstandes und Gerd Poppe, Mitglied des Vorstandes, euch ein herzliches Willkommen hier. Die Jury, die die Preisträger ausgewählt hat, wird heute vertreten durch Marianne Bürtler und Marco Martin. Marianne Bürtler ist auch die Vorsitzende der Preisjury. Auch euch ein herzliches Willkommen. Und selbstverständlich ist der Spender und Stifter dieses Preises, Herr Dr. Burkhard Feigelt, heute auch hier im Saal. Und besonders freue ich mich natürlich auch, den Botschafter der Republik Taiwan hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Professor Xi. Die beiden Jurymitglieder Irina Scherbakowa in Moskau und Professor Horst Köhler, Altbundespräsident, sollen auch von dieser Stelle sehr herzlich gegrüßt sein. Sie können aus verschiedenen Gründen heute natürlich auch nicht teilnehmen. Und ich freue mich sehr, dass die Hauptpreisträgerin und
Hauptperson der jetzigen Preisverleihung heute hier ist, liebe Freiheit, dir nochmal ein explizites und extra herzliches Willkommen. Mein Name ist Anna Kaminski und ich freue mich, Sie durch den heutigen Vormittag führen zu können. Auch wenn wir in diesem Jahr eine ungewöhnliche Form der Preisverleihung wählen mussten, werden alle diesjährigen Preisträger auf jeden Fall im kommenden Jahr hier zur Zeremonie bei der dann vierten Preisverleihung für den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis eingeladen und vor der Verleihung des nächsten Preises hier noch einmal angemessen gewürdigt werden. Also darauf können Sie sich dann schon im nächsten Jahr freuen. Was erwartet Sie nun in der nächsten halben Stunde? Zuerst sehen Sie die Übergabe des Hauptpreises und anschließend in Filmbeiträgen die Übergabe der Sonderpreise. Und diese Beiträge können einschließlich dieses Livestreams hinterher auch noch in unserer Mediathek auf unserer Webseite sozusagen nachgeschaut werden und Sie werden das dort auch dauerhaft finden können. Und zusätzlich zu dieser Live-Übertragung auf unserem YouTube-Kanal informieren wir natürlich auch über Facebook und unsere Social-Media-Kanäle über das, was jetzt hier passiert. Der Preis ist, wie der eben gezeigte Film deutlich gemacht hat, darauf gerichtet, Mut und Zivilcourage zu ehren und auch Ermutigung zu geben. Denn es sind noch immer oft nur kleine Minderheiten, die sich mit viel persönlichem Einsatz immer wieder beharrlich für Menschenrechte im Großen und Kleinen für demokratische Freiheiten einsetzen und sich gegen das Vergessen zur Wehr setzen. Und es ist kein Zufall, dass dieser Preis immer im Umfeld des 17. Juni übergeben wird. Ein Datum, das seit 1953 dafür steht, dass Menschen auch in schier ausweglos scheinenden Situationen immer wieder den Mut finden, sich gegen staatliche Übermacht zu stellen, demokratische Rechte und Freiheiten zu fordern und dabei ihre Furcht überwinden. Und so bietet diese Preisverleihung auch die Gelegenheit, an jene zu erinnern, die sich während der kommunistischen Herrschaft immer wieder auflehnten und für Demokratie und Freiheit eintraten und allzu oft einen sehr hohen Preis dafür bezahlen mussten. Und auch den Stifter des Preises, Herrn Dr. Burkhard Feigl, verbindet eine, ja, keine direkte Verfolgungsgeschichte, aber eine ähnliche Geschichte mit der kommunistischen Diktatur, denn er verhalf vielen, vielen Menschen damals zur Flucht aus dem kommunistischen Herrschaftsbereich. Und wenn Sie sich genauer dafür interessieren, dann lesen Sie das doch gerne in seinen Büchern nach. Der erste Preis ging 2017 an den Publizisten Karl Wilhelm Fricke. Und seither trägt dieser Preis auch seinen Namen. Denn wie kaum ein anderer hat er sich für die Auseinandersetzung mit dem staatlichen Unrecht in der DDR und dem Überwachungsstaat durch die Staatssicherheit schon vor dem Fall der Mauer und der Friedlichen Revolution 1989 über viele Jahrzehnte eingesetzt. Und er steht stellvertretend mit seinem Leben auch für die brutale Verfolgung, die jene, die sich der Diktatur widersetzt haben, erleiden mussten. Aber lassen wir den Namensgeber unseres Preises doch an dieser Stelle selbst zu Wort kommen, damit Sie, sofern Sie ihn nicht schon kennen, ihn und sein Lebenswerk besser kennenlernen. Und an dieser Stelle auch aus diesem Saal einen sehr herzlichen Gruß an Karl Wilhelm Fricke, seine Frau und seine Familie, die jetzt sicher auch zuschauen werden. Und nun bitte den Film. Ich bin am 3. September 1929 in Holm geboren. Und dort bin ich aufgewachsen bis zu der Notwendigkeit meiner Flucht in die Westzonen damals. Die Bundesrepublik existierte noch gar nicht. In der ersten Hälfte der 50er Jahre war Berlin natürlich ein Zentrum des Kalten Krieges. Und man kann also mit wirklich erstaunlicher Klarheit erkennen, wie schnell große Politik auf kleines Schicksal durchschlägt. Und so reifte schon ab April 1954, also relativ früh, der Plan, meine Entführung zu planen und vorzubereiten. Ich lebte ja ganz normal in Berlin-West,
Mein Name stand an der Tür natürlich, mein Name stand im Telefon. Das heißt, ich erwähne das alles, um damit zu sagen, ich habe nicht irgendwie mich konspirativ verhalten. Das war gar nicht nötig. Ja, inzwischen hatte ich dann erstmal einen Eröffnungsbeschluss und eine Anklageschrift erhalten. Ich war also vor mir selbst sozusagen vor Ehrfurcht erblasst, als ich las, dass ich vom obersten Gericht der DDR angeklagt werde. Hauptverhandlung anberaumt auf den 11. Juli 1956. Ich wurde dann wenigen Tagen davor von dem Staatsanwalt Fritz Jahnke aufgesucht im Gefängnis. Und jetzt eine kleine Anekdote, die auch wiederum den Vorzug hat, wahr zu sein. Während dieses Gesprächs bot er mir eine Zigarette an, er selbst war auch Raucher und ich rauchte damals auch noch. Und sagt zu mir, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Im Berliner Dialekt, ich kann mir richtig vorstellen, wie Ihnen zumute ist, ich habe selber mal bei der Gestapo gesessen. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein. Der vergleicht die Staatssicherheit mit der Gestapo. Na, der Mann ist mir sympathisch, ne? Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Ich habe damals auch, also nicht im Kammerton geschrieben, das muss ich schon sagen. Und ich habe dann auch in meiner Haftzeit, das räume ich gerne ein, dass darüber lange nachgedacht, wie ich nach meiner Rückkehr mit meinem Fall umgehe und habe mich dann entschlossen, dass ich da nicht mit dem germanischen Kurzschwert kämpfe, sondern mit dem feinen spitzen Degen. Und das ist mir hoffentlich gelungen. Kein Politiker, sondern Journalist und sage, was ist und nicht, was sein kann. Jedenfalls nach meinem Verständnis. Wie auch in der Einführung schon, in dem Einführungsfilm zu sehen oder zu hören war, richtet sich der Preis natürlich nicht nur an den Blick zurück, sondern es geht auch darum, Gefährdungen von demokratischen Rechten und Freiheiten vorzubeugen und die Demokratie und den antitotalitären Konsens in der Gesellschaft gegen jegliche Angriffe zu stärken. Und wer sind nun die Preisträger 2020? Die Jury, der neben Marianne Birtler, Marco Martin, Irina Scherbakowa, Altbundespräsident Horst Köhler und dem Preisspender und Stifter Burkhard Feigl, auch ich, die das Vergnügen und die Ehre habe, anzugehören, hat in ihrer Sitzung Mitte Februar einen Hauptpreis und anlässlich des 30. Jahrestags der Deutschen Einheit drei Sonderpreise vergeben. Für den Hauptpreis wählte die Jury, das ist in der Begrüßung schon genannt worden, Freier Klier einstimmig aus. Liebe Freier, ich erlaube mir, dich von dieser Stelle und an diesem Augenblick schon einmal dazu zu beglückwünschen. Du wurdest gleich mehrfach von verschiedenen Personen und Institutionen vorgeschlagen, aber ich will an dieser Stelle natürlich der Laudatio durch unseren Vorstandsvorsitzenden Rainer Eppelmann nicht vorgreifen. Vielen Dank. Die Sonderpreise gehen an drei Initiativen, die eines verbindet. Das Engagement von vielen Menschen, die ehrenamtlich einen Ort, eine Einrichtung, einen Verein ins Leben gerufen haben und mit ihrer konkreten Arbeit vor Ort seit vielen Jahren zur Demokratiebildung und gegen das Vergessen beitragen. Die drei Sonderpreisträger sind die Initiativgruppe Lager Mühlberg, ein sehr herzlicher Glückwunsch noch einmal von dieser Stelle nach Mühlberg und Umgebung. Der zweite Sonderpreis geht an das Martin-Luther-King-Zentrum in Werdau für Gewaltfreiheit und Zivilcourage und Archiv Bürgerbewegung. Auch einen herzlichen Glückwunsch noch einmal an die Kollegen und Kolleginnen in Werdau.
Und der dritte Sonderpreis geht an das National Human Rights Museum in Taipei, Taiwan. Einen herzlichen Glückwunsch, congratulations to the director, Mr. Chang, and his team in Taipei, and I hope you can follow our small ceremony and hope we see you soon here. Congratulations to you. Noch einmal an alle Preisträgerinnen und Preisträger im Namen der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der gesamten Jury einen herzlichen Glückwunsch. Wir kommen nun zur Übergabe des Hauptpreises des diesjährigen Karl-Wilhelm-Fricke-Preises 2020 an Freya Klier. Und zunächst stellen wir in einem kurzen Filmbeitrag die Trägerin dieses Hauptpreises vor und danach wird Rainer Eppelmann die Laudatio auf die Preisträgerin halten. Und im Anschluss überreichen wir dann den Preis, bevor wir natürlich auch der Preisträgerin dann endlich Gelegenheit geben werden, ihrerseits ein paar Worte an uns zu richten. Du sollst dich erinnern. Das ist für mich eigentlich eins der entscheidenden Gebote überhaupt, weil ich denke, dass das, was wir leben oder was unsere Kinder leben, können wir nur verstehen und damit umgehen, wenn wir wissen, woher wir kommen. Das ist für mich ein Schlüssel. Freya Klier ist eine Frau voller Erinnerungen. Über 30 Jahre lang versuchte der Staat, in dem sie geboren wurde, sie zu bändigen, zu brechen, zu kontrollieren. Ohne Erfolg. 1988 wird Freya Klier ausgebürgert. Ein Jahr später zerbricht die DDR an Menschen wie ihr. Mich hat diese Sprache interessiert, diese Nicht-Deckungsgleichheit von Inhalt und Wort. Da bin ich sehr zeitig drauf gestoßen und mich hat die Kunst aus ästhetischen Gründen interessiert und aus politischen Gründen. Da wird man vielleicht auch sensibler, wenn man in einer Diktatur halt aufwächst. Mit dem Ende der DDR wurde das Leben der Regisseurin und Schauspielerin keineswegs ruhiger. Filme, Bücher, Reden, hunderte Auftritte vor Schulklassen, Engagement in zahllosen Initiativen und Vereinen. Freya Klier kostet die Freiheit aus und ist eine ihrer größten Verteidigerinnen. Ich mache jetzt gerade an dem Buch und es geht jetzt um das Jahr 1990. Und das habe ich jetzt als Schwerpunkt und mache dann den ersten Essay. Und jetzt habe ich verschiedene Leute rausgesucht, die schreiben, was ihnen dann widerfahren ist. Und das kommt jetzt im August raus. Bei dieser Schaffensdichte ist es kein Wunder, dass Freya Klier vielfach gewürdigt wurde. Dennoch, der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis stellt eine besondere Auszeichnung dar. Aber das ist mit dem Fricke ist ein besonderer Preis für mich, weil den kenne ich noch und der ist so umwerfend gut. Was da alles dahinter stand an Leben bei ihm und auch an Haltung, das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und dass der den Preis jetzt kriege, finde ich richtig gut. Meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Karl Wilhelm, liebe Jury, liebe Freunde, vor allem aber liebe Freya, es sind wahrscheinlich ungewöhnliche Zeiten. Normalerweise würden hier im Veranstaltungssaal in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin über 150 Menschen sitzen, um die diesjährige Verleihung des Preises mitzuerleben. Heute jedoch stehe ich hier vor nahezu leeren Rängen. Dennoch wollen wir uns auch angesichts der Ausnahmesituation nicht davon abhalten lassen, den Hauptpreis heute auch ohne Saalpublikum dafür mit hoffentlich vielen Zuschauern unseres Livestreams zu verleihen und die Preisträgerin
natürlich mit gebotenem Abstand zu ehren, wie es ihr gebührt. Ich freue mich sehr, dass ich heute die Laudatio für die Trägerin des Hauptpreises des Karl-Wilhelm-Pricke-Preises halten darf. Warum? Schließlich kommt es nicht häufig vor, dass ein ehemaliger evangelischer Pfarrer eine Laudatio auf eine Frau halten darf, die eigenmächtig und ohne kirchliche Erlaubnis den Dekalog um ein 11. Gebot erweitert hat. Und dennoch stehe ich hier und tue das mit großer Freude, denn das von Pfarrer Klier vorgeschlagene und formulierte 11. Gebot heißt: Du sollst dich erinnern. Du sollst dich erinnern. Dieses persönliche Gebot ist zugleich Pfarrers Lebensmotto. Wer unsere Bundesstiftung Aufarbeitung kennt, als deren Vorstandsvorsitzender ich amtierende Ehre habe, kennt sicher auch unseren Leitspruch. Er lautet: Erinnerung als Auftrag. Liebe Pfarrer, wie du stehst, schreiben wir der Erinnerung eine ebenso große Bedeutung bei, wie du in deinem 11. Gebot forderst. Du sollst dich erinnern. Ich möchte diesen Appell auch ganz persönlich nachkommen. Ich erinnere mich, wie ich Pfarrer Klier, dieser außerordentlichen und streitbaren Persönlichkeit, zum ersten Mal begegnet bin. Es war Mitte der 80er Jahre in der DDR. Die SED-Diktatur schien unumstößlich. Und dennoch gärte es in der eingemauerten Gesellschaft, vor allem unter vielen jungen Menschen. Ganz deutlich spüren konnte ich dies unter anderem in unserer Ostberliner Samaritergemeinde. Veranstaltungen wie die bekannten Bluesmessen zogen damals sogenannte unangepasste Jugendlichen aus der ganzen DDR an. Ich erinnere mich im Zusammenhang mit Pfarrer Klier vor allem aber an die Friedensdekade im November 1986. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe trat sie zusammen mit Stefan Kraftschick zum wiederholten Male bei uns auf. Seit Beginn der 80er Jahre waren die immer kritischer werdenden Bühnenprogramme des Künstlerpaares immer mehr vom Staat reglementiert worden. Nach einem Auftrittsverbot konnten die beiden auch kein Geld mehr verdienen. Bezahlen konnten wir als unsere Gemeinde euch kein Gehalt. Dafür erhieltet ihr aber nach der wohlwollenden Zustimmung des Gemeindekirchenrates immerhin die regelmäßig eingesammelten Kollekten. Das wird euch nicht vom Verhungern gerettet haben, war aber eine kleine Hilfe. Mit ihren Stücken, wie zum Beispiel Pässe und Parolen, sie haben einen kleinen Ausschnitt fröhlich und begeistert tanzender und jubelnder gerade gesehen, waren die beiden für das junge Publikum ein echtes Highlight. Und für den SED-Staat offensichtlich eine echte gefährliche Bedrohung. Es ist im Rückblick wirklich entlarvend, welchen Aufwand die staatlichen Stellen damals betrieben, um eine kritische Bühnendarbietung im kirchlichen Raum zu verhindern. Ich habe hierzu noch einmal alte Gesprächsprotokolle und Aktenvermerke angeschaut, die die zuständigen Genossen des Rates des Stadtbezirks Berlin-Friedrichshain damals angelegt hatten. Nach einem Auftritt für Pässe und Parolen in unserer Samaritergemeinde, in dem unter anderem der staatliche Druck auf junge Frauen thematisiert wurde, Kinder zu bekommen, wurde versucht, in direkten Gesprächen auf unsere Superintendentin einzuwirken. Der Vorwurf lautete, und ich zitiere aus dem Protokoll, deswegen, weil das so schön ist, habe ich mir die Brille aufgesetzt. Zitat: Dass neben den vielen seriösen Veranstaltungen im kirchlichen Raum die Friedensdekade in der Samariterkirche wieder begleitet war von provokatorischen Ausfällen gegen den Staat. Am krassesten kam das in der Veranstaltung am 13. November unter der Losung Pässe und Parolen zum Ausdruck.
In gestellten Szenen gab es derbe, provokatorische Angriffe auf die Politik des Staates. Dabei wurden, so heißt es im Protokoll, Frauen als Legehennen bezeichnet und bekannte Losungen der Werktätigen zur ökonomischen Stärkung der Republik diffamiert, indem die Parole gerufen wurde, mein Kampfplatz für den Frieden ist der Kreissaal. Zitat Ende. Der zuständige Stadtrat drohte der Superintendentin nach diesen Vorwürfen unverhohlen, den für 87 geplanten Kirchentag in Berlin-Brandenburgischen Kirche in Teilen nicht zu genehmigen, falls derartige Erscheinungen nicht künftig verhindert würden. Aller Drohungen zum Trotz traten Freier Klier und Stefan Krawczyk eine Woche später erneut mit Pässe und Parolen in unserer Gemeinde auf. Die staatlichen Stellen reagierten konsterniert, das jugendliche Publikum hingegen war abermals begeistert. Auch ich war fasziniert vom Können des Künstlerpaares. Spielerisch nahmen die beiden die Stimmungslage auf und thematisierten die alltäglichen Sorgen und Nöten der jungen Leute, die in der erstickenden Enge der Diktatur erwachsen werden wollten und mussten. Du sollst dich erinnern. Freier Klier wusste sehr genau vom gewaltigen Anpassungsdruck, dem schon Kinder und Jugendliche in der SED-Diktatur ausgesetzt waren. Dieses Thema hat sie ihr Leben lang nicht losgelassen. Denn auch sie selber hatte die Willkür und Repression der Diktatur früh spüren müssen. Nur wenige Monate nach der Gründung der DDR in Dresden geboren, musste sie nach der Inhaftierung ihres Vaters aus politischen Gründen ihr drittes Lebensjahr mit ihrem Bruder in einem Kinderheim verbringen. Dort mussten schon die Kleinkinder täglich Väterchen Stalin danken, der als Bronzekopf in einer Gedächtnisecke stand. Auch wurden sie von den Erzieherinnen dazu gezwungen, mit dem Gesicht zur Wand stehend, darüber nachzudenken, wie sie, die kleinen Kinder, die vermeintlichen Verfehlungen ihrer Eltern gegen den Staat wieder gut machen können. Man kann es sich heute kaum mehr vorstellen. Doch die Indoktrination und Gehirnwäsche, die Freier Klier als Angehörige der allerersten Kindergeneration der DDR auch später erfahren musste, sollte in ihrem Fall das Gegenteil bewirken. Nach dem Abitur 1968 wurde die gerade mal 18-Jährige, die ihre allgegenwärtige Lüge und Unfreiheit der Diktatur nicht mehr aushielt, nach einem missglückten Fluchtversuch verurteilt und musste fast ein ganzes Jahr in politischer Haft verbringen. Freier überstand diese schweren Episoden ihrer Kindheit und Jugend in der kommunistischen Diktatur. Ihr Mut und ihr Tatendrang blieben dabei offensichtlich ungebrochen. Dank ihres großen Talentes durfte sie, für mich immer noch erstaunlicherweise, von 1970 bis 1975 Schauspiel an der Leipziger Theaterhochschule und am Dresdner Staatstheater studieren, arbeitete als Schauspielerin in Senftenberg, studierte 78 bis 82 Regie in Ostberlin und arbeitete danach als Regisseurin in Schwedt. Als Schauspielerin und Regisseurin lotete sie stets ihre Freiheitsräume aus. Doch auch als politisch bewegter, unabhängig denkender Mensch überschritt sie bald zwangsläufig die unsichtbaren Grenzen, die das SED-Regime gesetzt hatte. Ihr immer stärker werdendes Engagement als eine der Gründerinnen der unabhängigen DDR-Friedensbewegung führte schließlich 1985 zum faktischen Berufsverbot, was sie aber nicht daran hindern konnte, weiterhin auf der Bühne zu stehen. Zusammen mit Stefan Krawczyk stellte sie gesellschaftskritische Programme zusammen, mit denen sie fortan vor allem in Kirchen und Gemeinderäumen auftrat. Ihr Ziel und das ihrer Mitstreiter in der politischen und ästhetischen Opposition blieb dabei, die DDR
Stück für Stück in Richtung Demokratie zu verschieben, wie sie es selbst einmal formuliert hat. Auch im Westen wurde sie spätestens Anfang 1988 bekannt, als sie im Rahmen der von der Stasi groß angelegten Aktion Störenfried zusammen mit anderen führenden Köpfen der DDR-Opposition festgenommen wurde. Aus der Stasi-Untersuchungshaft in Berlin-Hohenschönhausen heraus musste sie schließlich die DDR zusammen mit ihrer Tochter Nadja und mit Stefan Kraftschick von jetzt auf gleich verlassen. Von einem Kirchenmenschen mit dem Auto in den Westen gefahren. Werner Braune. Dieser vermeintliche Triumph des SED-Regimes über die DDR-Opposition war jedoch in Wirklichkeit nur ein Führersieg. Die Solidarität mit der Opposition und der Widerstand im Land wurden fortan immer breiter. 1,5 Jahre später, im Herbst 1989, wurde die SED-Diktatur, die Freier von Anfang bis Ende miterlebt hat, von den Bürgerinnen und Bürgern in der friedlichen Revolution gestürzt. Du sollst dich erinnern. Nach dem Ende des Arbeiter- und Mauernstaates begann Freier, sich vehement gegen diejenigen Kräfte zu stellen, die schon bald versuchten, die diktatorische Vergangenheit und ihre Auswirkungen auf die Menschen umzudeuten oder zu verharmlosen. Doch anders als in der DDR lässt sich die historische Wahrheit in einer wachen und aufmerksamen Demokratie nicht völlig und dauerhaft entstellen und nicht verleugnen. Und Freier ist eine von denen, die bis heute mit großer Hingabe, Ausdauer und Ideenreichtum dafür sorgen, dass vergangenes Unrecht erinnert und damit allgemein bekannt wird. Dabei ist ihr stets die Perspektive der jungen Leute besonders wichtig. Schon in ihrem ersten, 1990 erschienenen Buch »Lüg Vaterland«, an dem sie bereits in der DDR heimlich und unter abenteuerlichen Bedingungen gearbeitet hatte, berichtete sie über die Maschinerie des DDR-Erziehungssystems, das vor allem Anpassung produzierte. Wie wichtig ihr vor allem junge Menschen sind, zeigt sie bis heute in ihrer unglaublich vielfältigen Arbeit. Über 50 spannende, gewiss auch anstrengende Projekttage in Schulen, bei denen sie mit den Schülerinnen und Schülern über das Leben in der DDR-Diktatur spricht, schafft die unermüdliche Aufklärerin pro Jahr. Die Dresdnerin ist in Ost und West eine gefragte Zeitzeugin, die authentisch aus dem Innern der Diktatur berichtet. Eine, die kein Blatt vor den Mund nimmt und stets mit großer, zumeist mitreißender Leidenschaft spricht. Du sollst dich erinnern. Dieses Lebensmotto bedeutet jedoch keinesfalls, dass Freier in der Vergangenheit stecken geblieben ist. Im Gegenteil. Von ihr stammt hierzu das vielsagende Zitat, ich zitiere, ich arbeite mit Schülern, da hast du die blanke Gegenwart, was auch gut tut. Zitat Ende. Wenn Freier Klier heute an Schulen unterwegs ist, um vom Alltag der Diktatur zu erzählen, dann will sie die Jugendlichen damit auch für das politische Geschehen in der Gegenwart sensibilisieren und für die neuen Gefahren für unsere Demokratien. Neben diesem für sich genommen schon gewaltigen Pensum arbeitet Freier heute vor allem als freischaffende Autorin, Regisseurin und Filmemacherin. Wer dabei mit ihr auf die eine oder andere Art zusammenarbeiten darf, der kann über die einnehmende Lebensfreude staunen, mit der sie den Menschen begegnet. Neben ihrem vielfältigen Repertoire an publizistischen und künstlerischen Zugängen ist auch das Spektrum der von ihr bearbeiteten Themen weit gefächert. Sie kann über ein mittlerweile ungemein reichhaltiges Werk verweisen, wobei neben der Geschichte des Kommunismus und ihrer Bewältigung auch die nationalsozialistische Diktatur zu ihren Themen zählt. Sie erklärt in ihren Texten und Filmen, was es bedeutet,
eingesperrt zu sein und die eigene Meinung nicht frei äußern zu können oder gar zu dürfen. Vor allem lenkt sie mit ihrem großen Faible für Biografien die öffentliche Aufmerksamkeit immer wieder auf einzelne Menschen, oft auch bis dahin fast vergessene Opfer. Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass Freya Klier durch ihre ideenreiche und unermüdliche Arbeit das kollektive Erinnern in Deutschland an die Diktaturen mitgeprägt hat. Ich darf nun den einstimmig gefassten Beschluss der Jury zur Vergabe des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises in der Kategorie Hauptpreis verkünden. Ich zitiere: Der Hauptpreis wird verliehen an Freya Klier für ihr langjähriges, bis heute andauerndes, herausragendes Engagement für die Aufarbeitung der Vergangenheit sowie für ihr Lebenswerk. Liebe Freya, auch im Namen der Jury darf ich dich herzlich zu dieser Auszeichnung beglückwünschen und wünsche dir für die Zukunft weiterhin alles Gute, beste Gesundheit, viel Kraft. Möge dieser Preis dazu beitragen, dass du, jetzt kommt die Last, dass du auch weiterhin engagiert deinen Ideen Gestalt geben kannst und willst. Ich möchte dir jetzt gerne zusammen mit den anwesenden Mitgliedern der Jury, natürlich mit gebührendem, angezeigten Abstand, den Karl-Wilhelm-Pricke-Preis überreichen und bitte dich zusammen mit den Jurymitgliedern nun nach vorne. Nach der Übergabe, wie es dir schon angeboten worden ist, darfst du dann, liebe Freya, auch zu uns was sagen. Herzlichen Dank. Und Feige. Dich da darf ich jetzt leider nicht ran. Ich würde dich jetzt gerne drücken. Der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis 2020 der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, gespendet von Dr. Burkhard Feigl, wird verliehen an Freya Klier. Für ihr langjähriges, bis heute andauerndes, herausragendes Engagement mit ihren zahlreichen Filmen, Büchern und Essays, die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur in SBZ und DDR, wie auch des Nationalsozialismus zu befördern, sowie für ihr Lebenswerk anlässlich ihres, hier darf man es sagen, 70. Geburtstags. Aber man glaubt es nicht, man glaubt es nicht. Dankeschön. Der Hauptpreis und so weiter ist dotiert und das Ganze ist unterschrieben von Markus Meckel, dem Ratsvorsitzenden, mir selbst und Dr. Anna Kaminski. Herzlichen Glückwunsch, ich darf ihn dir nur so reichen. Dankeschön. Ist das Dankeschön. Ich verrate noch etwas, was kein Geheimnis ist. Du vermutest richtig, dieser Strauß gehört dir auch. Danke. Ja? Gut. Bitte. So, ja. Moment, stehen bleiben für ein Foto. Moment. Ja, so geht es jetzt. Nicht mein Papier nass machen, das liegt hier drin. Das sollte noch trocken sein. Aber was? Danke. Ja, meine Damen und Herren, ich bin sehr gerührt, muss ich sagen, habe mit den Tränen gekämpft. Und hole jetzt hier aus dieser Schublade meine Dankesrede hervor. Recht schönen Dank auch für die Rede, Rainer.
Liebe Online-Gäste, liebe Gäste, als ich erfuhr, dass ich dieses Jahr den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis erhalte, war die Freude sehr groß. Nicht nur, weil es plötzlich so war, als habe Frau Holle meine jahrelange Arbeit mit Schülern, meine Lesungen und Filme belohnt, die in diesem Frühjahr wie die Dominosteine kippten. Genauso stolz machte mich der Name Karl Wilhelm Fricke, ein so starker Mensch, der weitaus bekannter sein müsste. In den 90er und den Nullerjahren war ich oft bei ihm im Deutschlandfunkstudio. Am 6. Januar 1997 bekam ich bei ihm zu Hause in Köln sein Buch Akteneinsicht geschenkt. Als Widmung schrieb er mir für Freier Klier in solidarischer Verbundenheit, Karl Wilhelm Fricke. Ich habe so viel von ihm gelernt und das hat Gründe. 1946 wird sein Vater in den Waldheimer Prozessen zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er stirbt 2 Jahre später in der Haft. Der Sohn Karl Wilhelm äußert sich negativ zum SED-Regime, wird denunziert und im Februar 1949 schließlich selbst verhaftet. Es gelingt ihm zu fliehen. Er gelangt durch die noch wenig bewachte innerdeutsche Grenze in den Westen. Damit wäre er gerettet gewesen. Doch er hat eine Mission. Die sowjetisch beherrschte Diktatur anzuklagen, die sich dreist, noch bevor die Westenmächte so richtig aufgewacht sind, Deutsche Demokratische Republik nennt. Von diesen 3 Worten, Stimme nur Deutsch, teilte ich später meinem Stasi-Vernehmer in Hohenschönhausen zornig mit. Mit der Sprache fängt es an. Auch dieses Denken teilte ich mit Karl Wilhelm Fricke. Wie lebt es sich in einem Staat, in dem die wesentlichen Dinge nie dort die Wahrheit gesagt wird? Wie lebt es sich als Opfer wie als Profiteur eines solchen Systems? Für das erste Programm drehte ich mit dem WDR in Köln 1997 einen Film über Robert Bialek. Denn genau wie Karl Wilhelm Fricke wurde der berühmte Sozialdemokrat Bialek vom Stasi-Apparat 1955 betäubt und aus West-Berlin in den Osten verschleppt. Robert Bialek ist bis heute spurlos verschwunden. Über ihn gibt es nur Legenden. Und weil Karl Wilhelm Fricke selbst dieses Kidnapping 1955 ertragen musste, habe ich mich persönlich an ihn gewandt. Er hat mir in Köln geschildert, wie solch eine Menschenfalle aufgebaut wurde, die Zeit der 50er Jahre, die so etwas möglich machte. Das Gefühl eines Menschen, dem im scheinbar freien West-Berlin plötzlich schwindlig wird und der im Ost-Berliner Stadtsicherheitsgefängnis wieder aufwacht, dort, wo es kein Entrinnen mehr gab. Karl Wilhelm Fricke wird 15 Monate lang in Hohenschönhausen verhört, vegetiert die meiste Zeit davon in einer lichtlosen Einzelzelle. Dann verurteilt ihn das oberste Gericht der DDR in einem Geheimprozess wegen Kriegs- und Boykotthetze, auch das wieder eine typische Wortverfälschung der SED, zu 15 Jahren Zuchthaus, die später auf 4 Jahre verkürzt werden. Karl Wilhelm Fricke muss die Zeit im berüchtigten Zuchthaus Bautzen II verbüßen in Einzelhaft. 1985 erteilte das Ministerium für Staatssicherheit ihm zumindest noch eine Einreisesperre mit der Begründung: Fricke fungiert beim Deutschlandfunk als Leiter der Ost-West-Redaktion. In seinen Beiträgen und Kommentaren verleumdet und entstellt er die politischen Verhältnisse in der DDR, Partei und Staatsführung, Justiz und Strafvollzug. Seine Bücher über das MFS verfolgen das Ziel, das sozialistische Sicherheitsorgan der DDR international zu diskreditieren. Zitat Ende. Richtig. Seine Bücher sind voller Substanz. Für mich war und ist er immer ein Maßstab. Hinzu kommt, Karl Wilhelm Fricke war stets leise, freundlich, klug und bewundernswert standhaft. Eine Mischung, die noch immer äußerst selten ist.
Am Tag vor meiner zweiten Verhaftung, am 24. Januar 1988, schreibt die Bezirksverwaltung der Staatssicherheit, Abteilung 20, Verschiedenes zu meiner Biografie, darunter: Eine Arbeit für die Schauspielschule musste ihr 1985 ebenfalls entzogen werden, da sie einen negativen ideologischen Einfluss auf die Schauspielstudenten ausübte. Seitdem wurden ihr keine künstlerischen Aufträge mehr erteilt, beziehungsweise lehnte sie diese ab. Dazwischen liegt viel, was geschehen ist. 1982, so im Auskunftsbericht der Bezirksverwaltung des MFS, trat sie als Organisator einer Fahrraddemo im Rahmen der sogenannten staatlich unabhängigen Friedensbewegung in Erscheinung und verbreitete antisozialistische Theorien im sogenannten Friedenskreis Pankow. Enge Kontakte entwickelte sie zu dem hinlänglich bekannten Pfarrer Eppelmann. Die CLIA hat Verbindungen zu bekannten Feinden im Operationsgebiet und unterstützt wesentlich die DDR-schädigende Vermarktung ihres Mannes Stefan Kraftschick als regimekritischen Künstler in westlichen Massenmedien. So geht es über viele Akten, Belauschtes, Notiertes, Abgeheftetes im OV-Sinus oder OV-Ventil und immer die Überlegung, wie kann man solche Leute unschädlich machen? Doch was für ein Unterschied zu den 50er Jahren. 30 Jahre liegt die DDR-Diktatur nun zurück. Und immer noch staune ich, wie ihre teils scharfen Vertreter jetzt von unserer Demokratie, die verteidigt werden muss, reden. Genau diesen Satz haben sie vor 1989 benutzt, um ihre Diktatur zu erhalten, gegen die Demokratie. Die aber war im Norden, Süden und Westen Europas, auch in Westdeutschland, nicht aber in der DDR. Eine ganze Generation Ost wächst nun schon in Freiheit auf. Die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur hindert diese Jahrzehnte am Entschwinden. Doch wie viele junge Leute werden im Osten erreicht? Bröckelt es nicht schon in unserer Erlebnisgeneration? Ein Ingenieur aus Dessau beklagte neulich, dass sich der Widerstand in der medialen Wahrnehmung inzwischen nur noch auf die Großstädte Leipzig, Berlin und Dresden beschränke. Dann erzählte er mir von der Friedens- und Freiheitsglocke Dessau. Von was bitte? Ja, auch in Dessau sind es etwa 70.000 Menschen, die am 3. November 1989 die Straßen und Plätze der Stadt füllen. Am 3. Dezember 1989 überlegen zuerst drei christliche Ingenieure, die sich zu einer Initiativgruppe 6. Dezember erweitern, wie sie die friedliche Revolution voranbringen könnten. Die Grenzen sind nun zwar offen, doch gibt es noch immer die Vorherrschaft der SED auf allen Ebenen. Gibt es allgegenwärtig die Staatssicherheit und die Privatarmee der SED, die sogenannten Kampfgruppen der Arbeiterklasse. Und so findet unter den 2100 Beschäftigten der Magnetbandfabrik Dessau eine erste demokratische Abstimmung statt, nach der mit überwältigender Mehrheit die Entfernung der SED, der Staatssicherheit und der Kampfgruppen aus dem Betrieb gefordert werden. Gleichzeitig fordert die Initiativgruppe die Verschrottung sämtlicher Waffen der Dessauer Kampfgruppen. Das Ergebnis der Abstimmung wird der Motrow-Regierung mitgeteilt. Die Dessauer Polizei transportiert nun in einer Nacht- und Nebelaktion die in der Magnetbandfabrik lagernden Waffen von immerhin 500 Schaften der Dessauer Kampfgruppen in das Polizeikreisamt Dessaus. Dort lagern bereits Waffen und Ausrüstung von 600 Schaften. Der Chef des Polizeikreisamtes hilft, die Waffen sicher einzulagern und einen Abtransport durch die Staatssicherheit zu verhindern. Etwa 210.000 Männer waren in den Betriebskampfgruppen der DDR versammelt. Etwa 210.000 Männer. Weiß auch nur ein Jugendlicher heute davon?
Nach 10 Verhandlungen mit Vertretern der Motorregierung werden die Waffen der insgesamt 11 Dessauer Hundertschaften der SED-Kampfgruppen durch Überrollen mit einem Panzer unbrauchbar gemacht. Das sind 1250 Kalaschnikows, 174 leichte Maschinengewehre, 87 Panzerbüchsen, 171 Pistolen. Allmählich kommt ein Bild in meinen Kopf. Etwa März 1990 zerlegen in vielen Stunden Freizeitarbeit die Mitglieder der Initiativgruppe 6. Dezember plus Mitarbeiter der Magnetbandfabrik sowie mithelfende Dessauer Bürger den Waffenschrott in seine Bestandteile: Stahl, Holz, Plaste, Leder, Gurte, um beim Einschmelzen keine Probleme zu bekommen. In einem deutsch-deutschen Kraftakt wird schließlich aus den eingeschmolzenen Waffen der SED eine Friedensglocke gegossen, die nun in Dessau hängt. Keine Gewalt steht groß auf ihr und weiter unten. Ohne Freiheit keinen Frieden und ohne Frieden keine Freiheit. Kaum einer kennt diese Glocke außerhalb der Stadt. Eine Generation ist nachgewachsen, die, vor allem im Osten, fast keine Ahnung von der friedlichen Revolution und deren Vielfalt hat. Wäre es da nicht sinnvoll, mit ihnen die Hintergründe und die tolle Mitarbeit der damals Beteiligten zu erforschen? Immerhin leben die noch. Ein kleiner Online-Film für Schulen in Sachsen-Anhalt? Das wäre doch was. Und spannend ist die Geschichte allemal. Mein Dank für die diesjährige Verleihung des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises geht an die Jury der Bundesstiftung Aufarbeitung, an ihr Vertrauen, das sie in mich setzen. Mein Dank geht an den noblen Spender des Preises, Dr. Burkhard Feigl, an die Bundesstiftung Aufarbeitung ohnehin und an alle Menschen, die für mich gestimmt haben. Ein Tanz miteinander verbietet sich in diesen Tagen, nicht aber meine große Freude. Danke. Ja, einen großen herzlichen Dank an Freier Klier für Ihre Dankesworte, aber auch Ihnen an den Endgeräten zu Hause, an den Computern, vor den Tablets, vor den Notebooks oder Smartphones. Wir sind sehr froh, dass 80 Personen, zumindest vor ungefähr 20 Minuten, sich eingeschaltet hatten und zugehört haben und möchten daran erinnern, dass diese Aufzeichnung auch weiterhin zur Verfügung steht. Wir werden jetzt gleich diesen Livestream beenden, aber bitte schalten Sie nicht ab, denn so wie auch wir hier in der Bundesstiftung uns die Übergabe der 3 Sonderpreise anschauen werden, so können Sie auch an Ihren Geräten die Übergabe der Sonderpreise schauen. Und lassen Sie sich überraschen, wo und wie diese Preise übergeben worden sind, wie die Laudatoren unter Pandemiebedingungen ihre Laudationes gehalten haben und wie die Preise überreicht werden. Für Mühlberg, die Initiativgruppe Lager Mühlberg, hat die russische Historikerin und Publizistin Prof. Dr. Irina Scherbakowa die Laudatio in Moskau aufgenommen und eingespielt, für Werdau hat der sächsische Landesbeauftragte Lutz Rathenow die Laudatio gehalten und der Schriftsteller Marco Martin, der auch heute hier unter uns ist, hat die Laudatio auf das National Human Rights Museum in Taiwan gehalten. Alle Beiträge, auch der Mitschnitt der Vergabe des Hauptpreises von heute, sind nach wie vor auf unserem YouTube-Kanal und natürlich auf unserer Homepage der Bundesstiftung abzurufen. Und bevor ich Sie in die weiteren Vergaben der drei Sonderpreise entlasse, möchte ich noch meinen großen Dank an all diejenigen, die heute diese Preisverleihung unter ungewöhnlichen Umständen ermöglicht und ausgestaltet haben,
verkünden sozusagen. Mein erster Dank gilt Musealis. Musealis hat die Preisverleihung an die drei Sonderpreise gefilmt und hat die jeweiligen Filme auch für die Präsentation hier erstellt. Die Firma Audiosprint hat dafür gesorgt, dass wir heute diese Preisverleihung so vornehmen konnten, wie sie unter Corona-Bedingungen halt nur möglich ist, und haben dafür gesorgt, dass sie eine exzellente Bildqualität und exzellenten Ton hatten. Und natürlich steckt hinter all dem, was Sie hier sehen, eine unglaubliche Organisations- und Abstimmungs- und inhaltliche Leistung. Und da möchte ich stellvertretend für das Team der Stiftung Frau Dr. Sabine Kuder sehr herzlich danken, die das alles hier auf die Beine gestellt hat. Und nun machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und seien Sie sicher, wir werden uns irgendwann auch wieder persönlich begegnen. Und nun also schauen Sie sich gerne die Filme für die Verleihung der Sonderpreise an. Vielen Dank. Schuld, Vergebung, Verantwortung, Versöhnung. Hier in Mühlberg an der Elbe wird das Erbe des 20. Jahrhunderts sehr konkret. Hier stehen wir auf den Massengräbern des Speziallagers des sowjetischen NKWD Mühlberg-Elbe, das Speziallager Nummer 1, und sind in der Flucht über das Hochkreuz verbunden mit dem Soldatenfriedhof in Neuburgsdorf, um die beiden Lagergeschichten zusammenzubringen. Seit 1991 dokumentiert die Initiativgruppe Lager Mühlberg die wechselvolle Geschichte des Ortes und gibt den Opfern Namen und Würde zurück. Ja, ich sage es mal mit einer gewissen Berührtheit. Die Ehemaligen haben mich dann auch so gewissermaßen ihren Lagerpfarrer genannt, den sie damals nicht hatten. Und dann kommst du aus der Nummer auch nicht wieder raus. Das wächst dir einfach alles ans Herz. Und das bedeutet viel Arbeit für das Team rund um Pfarrer Tatz. Informationen über die ehemaligen Lagerinsassen werden gesammelt und archiviert. Für Schüler gibt es zahlreiche Bildungsangebote. Jährlich findet ein Mahn- und Gedenktreffen statt. Heute ist das ehemalige Lager Mühlberg ein Ort des Gedenkens und Erinnerns und der Versöhnung. Wenn wir zusammen Europa bauen wollen, dann muss man wirklich die großen Worte nehmen. Zusammen eine friedliche Welt bauen wollen, wenn wir es zusammen wollen, dann müssen wir auch zusammen der Vergangenheit gedenken über den Gräbern und müssen das aushalten miteinander, dass wir uns das auch manchmal um die Ohren schlagen, aber dann eben halt konstruktiv und nach vorne blickend und immer daran denken, dass das nach Möglichkeit eben nicht wieder geschehen soll. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Preisträger, es ist für mich sehr große Ehre, heute im Namen von Jury die Laudatio für die Initiativgruppe Lager Mühlberg zu halten, die mit Karl-Wilhelm-Fricke-Preis, Sonderpreis, in diesem Jahr ausgezeichnet wird. Diese Aufgabe freut mich ganz besonders, weil ich zum Thema NKWD-Speziallager in SPZ einen persönlichen Bezug habe. Denn ich gehörte zu den ersten Historikern, die den Zugang zu den Akten der Speziallagern, in den sich eben in Russland geöffneten Archiven, bekam. Ich war erschüttert von all dem, was ich nicht wusste. Es war die Zeit, wo endlich vieles Verborgene, Geheimgehaltene rauskam und auch die Massengräber sich öffneten mit den Opfern der Gewalt und des Terrors. So war das in Russland, aber auch in vielen anderen Ländern, die sich von der kommunistischen Herrschaft befreit haben. So war das auch in der ehemaligen DDR. Die Geschichte von Lager Mühlberg ist in diesem Sinne eine sehr symbolische. Das ist ein Knoten von unglaublichen menschlichen Tragödien, von Terror und Gewalt, die von den totalitären Staaten ausging. Stalag 4b bei Mühlberg
war bis 1945 das Kriegsgefangenenlager, wo während des Zweiten Weltkrieges etwa 300.000 Kriegsgefangenen aus mehreren Ländern inhaftiert worden waren. Auch Tausende aus der Sowjetunion, deren Lage die schlimmste war, von Hunger, Seuchen und schwersten Arbeit gezeichnet. Schicksal von sowjetischen Kriegsgefangenen gehört zu den tragischsten Kapiteln der Kriegsgeschichte, denn die Befreiung von der Roten Armee brachte vielen von ihnen auch ein weiteres Leiden. Die Sowjetführung sah in ihnen keine Opfer, sondern verdächtige Kategorie der möglichen Verräter. Erst nach Stalins Tod verbesserte sich langsam ihre Lage. Stalag Mühlberg wurde 1945 von der Roten Armee befreit. Unermesslich hoch war der Preis des Sieges für die sowjetischen Soldaten, die gefallen sind auch in der letzten Phase des Krieges. Tragisch aber war, dass sie nichts dafür konnten, dass sie die Befreiung vom Hitlerfaschismus vollbracht haben, aber keine weitere Freiheit den Völkern bringen konnten. Denn der Sowjetstaat war auf keine Weise ein Rechtsstaat und Hauptmechanismus des stalinischen Systems war der Terror. Das zeigte sich in der nächsten Phase von Mühlberg, wo sowjetische Organe 1945 das Speziallager Nummer 1 Mühlberg gründeten, eines der 10 Speziallager des NKWD in der sowjetischen Besatzungszone. Das Lager durchliefen über 21.000 Personen, von denen nach sowjetischen Akten fast 7.000 starben. Hier sollten nach dem Beschluss des Kontrollrats Nazi-Funktionäre der mittleren Ebene interniert werden. Aber die Tatsache war, dass hier viele völlig unschuldige Menschen sich befanden, die an unermesslichen, unmenschlichen Bedingungen, Hunger und Seuchen gestorben sind. Alle Toten wurden außerhalb des Lagers in Massengräber geworfen und notdürftig zugeschüttet. Die Angehörigen wurden nie benachrichtigt. Das war auch für mich eine verborgene Geschichte. Und wenn Perestroika nicht gekommen wäre, hätte ich wahrscheinlich niemals davon erfahren. Und das war auch eins der ersten gemeinsamen Projekte mit den deutschen Historikern, um schwarze Flecken der Geschichte aufzuarbeiten. Die Umwandlungen in Ostdeutschland 1989 machten es möglich, den Toten Kreuze und Gedenksteine aufzustellen. Und schon 1991 wurde die Initiativgruppe Lager Mühlberg von ehemaligen Inhaftierten des Speziallagers gegründet, die sich seitdem der Gestaltung der Gedenkstätte und der Aufarbeitung der Geschichte des Lagers widmet. 1992 entstand eine Gedenkstätte für alle Toten des Speziallagers. 208 wurden Namenstafeln mit den Namen der Verstorbenen freilich enthüllt. Zu den wesentlichen Zielen der Initiativgruppe, die wir hier ehren, gehören Sammeln und Veröffentlichen von Informationen über die Lagerinsassen, Einrichtung und Erhaltung eines Archivs für wissenschaftliche Arbeiten, Informationen über Lebenden und Hintergebliebenen, Organisation von Gedenkfeiern für Opfer und Unterstützung bei den Bemühungen um Wiedergutmachtung, Errichtung und Erhalt von Erinnerungsstätten auf der Lagergelände. Die Initiativgruppe Lager Mühlberg ist es zu verdanken, dass die Geschichte des Speziallagers Mühlberg nicht in Vergessenheit geraten ist. Wichtig ist, dass die Initiativgruppe von Anfang an sich darum bemüht, die Geschichte beider Lager zu dokumentieren und an beide Häftlingsgruppen zu erinnern. Ihre Arbeit machte es möglich, 1.000 Toten beiden Lager ihren Namen zurückzugeben. Die Gedenkstätte, um das Hochkreuz zu errichten, zum einen Ort des Erinnerns gemacht zu haben. Ich gratuliere hiermit ganz herzlich die Mitglieder der Initiativgruppe für ihre so wichtige und so für heute nach wie vor aktuelle Arbeit. Und wünsche Ihnen auch weiter viel, viel Erfolg. Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Tarz, lieber Eberhard Hoffmann, liebe Frau Stamm, liebe Bürgermeister von Bad Liebenwerda und Mühlberg,
Wir haben uns hier versammelt, um die Übergabe der Preisurkunden für den diesjährigen Karl-Wilhelm-Fricke-Sonderpreis, der an die Initiativgruppe Lager Mühlberg übergeben wird, ja, feierlich vorzunehmen. Diese Preisübergabe erfolgt in diesem Jahr aus Gründen der Corona-Pandemie in einem ungewöhnlichen Rahmen. Normalerweise würden wir diesen Preis heute, nicht heute, sondern am 10. Juni, in der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin überreichen. Das ist nicht möglich, weil wir keine Veranstaltungen in geschlossenen Räumen durchführen können. Aber die Situation hat auch etwas Positives, denn wir sind heute an diesem Ort, der das Wirken der Initiativgruppe Lager Mühlberg auf ganz eindrückliche und sinnliche Weise erfahrbar macht. Er steht für das Leid, das in diesen Lagern vor 1945 und nach 1945 erlitten werden musste. Und er steht vor allem für die Erinnerungsarbeit, das unter dem Dreiklang Erinnern, Gedenken und Versöhnen steht, den die Initiativgruppe Lager Mühlberg, die ja vor 30 Jahren durch Überlebende des Lagers gegründet wurde, mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Bad Liebenwerda aus Mühlberg, dem Fußball-Fanverein, ich hoffe, man kann das so sagen, ist nicht ganz so lange dabei, mittlerweile durch die Familien und Hinterbliebenen, durch die Kirchgemeinden unterstützt wird. Und dieses Wirken zeigt sich auch an dieser sehr würdig gestalteten Stätte. Und diese Stätte ist tatsächlich der Ausdruck des Engagements der Initiativgruppe Lager Mühlberg, die seit ihrer Gründung sich dafür eingesetzt hat, dass hier das Gedenken an die Opfer der beiden Lager gleichermaßen begangen werden kann, ohne dass die Opfer des einen Lagers gegen die Opfer des anderen Lagers aufgerechnet oder ausgespielt werden. Und das ist das Verdienst derjenigen, die hier seit vielen, vielen Jahren aktiv sind, mit bescheidensten Mitteln, mit viel ehrenamtlichem Engagement, natürlich auch mit politischer und tatkräftiger Unterstützung, das hier möglich gemacht haben und bis heute jedes Jahr sehr bewegende Gedenkveranstaltungen genau an diesem Ort vor dem Hochkreuz vornehmen. Und wir von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur freuen uns ganz, ganz, ganz besonders, dass der Sonderpreis des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises für dieses Engagement, was wirklich vorbildlich ist und was, soweit ich das einschätzen kann, auch eigentlich kein vergleichbares anderes Vorhaben in dieser Form kennt, freue ich mich ganz besonders, dass der diesjährige Preis endlich dieses Engagement auch sichtbar und fühlbar würdigt. Und ich freue mich sehr, Ihnen praktisch symbolisch für den Preis diese Urkunde überreichen zu können. Dankeschön. Du warst am längsten dabei. Das erste Mal war ich hier draußen vor 32 Jahren, 1988, im Winter, am Ende des Jahres, als ich in Mühlberg Pfarrer wurde. Und letztendlich ist sozusagen dieser Preis, und Sie haben es zum Ausdruck gebracht, ein Stückchen natürlich auch Anerkennung von über 30 Jahren Tun und Lassen und noch mehr Tun und Arbeit, die hier stattgefunden hat und die dann eben halt, wenn es über eine so lange Zeit geht, auch ein Stückchen, ja, Herzensangelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes ist und ein Stückchen Lebenszeit, die da mit auch im Blick ist sozusagen. Also damals wusste ich noch nicht viel über das Lager. Und dass es der Karl-Wilhelm-Fricke-Preis ist, das verbindet sich für mich damit, dass ich Ostern 1990, also noch in der bestehenden DDR, aber schon kommenden gemeinsamen deutschen Vaterlande, mir diesen Karl-Wilhelm-Fricke gekauft habe. Dieses große, dicke, die dicke Monographie über Justiz und Verfolgung in der DDR, dieses damals auf jeden Fall bahnbrechende und fundamentale Werk bis 1968, das es immer noch ist für diesen Abschnitt. Das andere konnte er noch nicht kennen, was dann die Archive geöffnet haben. Und insofern also ist das auch so ein Zusammenkommen und Zusammenführen. Dann denkst du darüber nach und sagst, ja klar, danke,
Stiftung. Danke denen, der seinen Namen für diesen Preis gegeben hat. Danke auch dem, der das Stiftungskapital gestiftet hat. Auch das sind ja Menschen mit bewegender Biografie in einer ganz anderen Zeit. Und wenn du nachgeboren bist, dann sagst du auch, ja, Gott sei Dank hast du das so machen können, machen dürfen hier mit allen, ohne dass du Angst haben musstest um Leib und Leben. Das ist bei Fricke anders gewesen, das ist bei denen damals anders gewesen. Und natürlich macht man es eben ja nicht allein, sondern man macht es eben im Verbund. Den Preis kriegt die Initiativgruppe. Ich bin ja nur sozusagen der, der ihn jetzt in die Hände kriegt als Erster, die Initiativgruppe. Und es ist besonders schön und freut mich, Eberhard, dass du dich auf den Weg machen konntest. Denn Eberhard ist ja nicht nur der, der vor 75 Jahren hier ins Lager kam, sondern der auch eben vor 30 Jahren, 1990, mit bei der ersten Gründung war, der Initiativgruppe, die ja noch ganz unter euch gewissermaßen stattgefunden hat. Da waren wir noch gar nicht beieinander. Wir haben am Anfang die ersten fast 2 Jahre parallel gearbeitet, ohne groß voneinander was zu wissen. Ihr Alten habt gesagt, na, die Jungen, mal sehen, was die da so machen. Und wir haben gar nicht gewusst, dass ihr da seid. Ja? Und dann hat sich das schön zusammengefügt und miteinander verbunden. Und Sie haben es angesprochen, besonders dankbar bin ich sehr den ehemaligen Insassen erst des Speziallagers, die wir damals kennengelernt haben, dann so ein Stückchen später auch derer, die eben im Kriegsgefangenlager gesessen haben, gerade die Kontakte nach England von Frau Brendel. Ganz besonders bin ich denen dankbar, dass dieser Gedanke der Versöhnung über den Gräbern, der ist ja nur möglich, wenn die, die hier gelitten haben, den auch leben. Sonst geht's nicht. Ja? Und dass das passiert ist und dass das funktioniert hat hier in Mühlberg und dass das ein Schritt nach vorne geworden ist, dass die ehemaligen Mühlberger, ob des ersten Lagers oder des zweiten Lagers, heute sagen, wir fahren gern nach Mühlberg. Das ist, denke ich, so ein besonderer Ausdruck in der Stimmung. Was denkt man, was sagt man? Na, eine, die immer dabei war an der Geschäftsstelle, fast von Anfang an auch, Angelika Stamm, jetzt im Ruhestand und immer noch dabei. Auch ohne die wäre es nicht gegangen. Es wäre nicht gegangen ohne die angesprochene Unterstützung der kommunalen Ebene und darüber hinaus des Landkreises. Nun ja, gut, der war weniger dabei, aber des Landes, das können wir rausschneiden, ja. Den brauchen wir noch. Aber natürlich auch des Landes und auch des Bundes, gerade als es um die Frage des Kiesabbaus ging und all diese ganzen Dinge. Das war besonders wichtig. 75 Jahre nach Kriegsende, dem Ende des ersten Lagers, dem Beginn des zweiten Lagers, ist es auch besonders schön, dass man die Überraschung erlebt, dass plötzlich die Initiativgruppe eine Unterstützung erfährt, mit der sie vor wenigen Jahren nicht gerechnet hat. Wir haben überlegt, wir werden immer älter. Eberhard gehört zu den Ältesten. Was wird eigentlich, wie geht das weiter? Und dann kommen Fußballfans. Ja, sage ich jetzt mal. Ja, dann kommen Fußballfans erstmal in Gestalt von Thilo Wanka und ihn hier dazu und sagen, können wir euch helfen? Und daraus ist eine Bewegung miteinander geworden von jungen Leuten. Und das habe ich auch am Anfang nicht gleich so überschaut. Wir haben neulich darüber gesprochen, dass natürlich eben ein Fußball-Fanclub etwas sehr, sehr weite Regionenübergreifendes ist und geradewegs länderübergreifend wird. Und dass ihr sozusagen dabei seid, uns ganz alten, fast Alten gewissermaßen beruhigt, dass das Gedenken hier auch eine Zukunft hat und dass es Menschen geben wird, die sich darum kümmern und dass diese Jugendlichen, die dabei sind, etwas mit in ihr Leben hineinnehmen, was sie nicht mehr loslassen wird, sicher, wie es uns nicht losgelassen hat. Das gibt natürlich dem Ganzen eine Zukunftsnuance, die besonders schön ist. Und das gerade eben in diesem besonderen Jahr, in dem wir gedenken an die vielen, vielen Opfer des Krieges, und nach vorne blicken und sagen, wenn das so hier möglich ist, vielleicht ist es dann eben halt auch insgesamt wieder möglicher, dass die Völker, die Menschen über die Grenzen hinweg zusammenkommen. Denn wir stehen hier auf den Gräbern. Wir stehen hier auf den Gräbern und das, was wir sind heute in Europa,
ist etwas, was auf den Gräbern steht. Europa ist geboren, im Grunde genommen auf dem Hintergrund dieser katastrophalen Erfahrungen, sowohl des ersten als auch des zweiten Lagers, dieser totalitären Regime. Und dass wir eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben und dass wir darum kämpfen und dass wir die weiterentwickeln und dass wir in Europa zusammenkommen in dieser Form der Versöhnung, die nicht mehr aufrechnet, die aber genau hinschaut und die auch unterscheidet und differenziert, aber die nicht mehr auseinanderdividiert, sondern an diese damals, die Menschen, die damals gelitten haben, diesen Menschen gedenkt als einer gemeinsamen Geschichte, die uns alle miteinander eigentlich verbindet. Und da wünschte ich mir manchmal, auch das sage ich ganz deutlich, wenn in diesem Jahr, 75. Jahrestag nach Kriegsende, nicht unbedingt Siegesparaden stattfinden würden, sondern vielleicht ganz andere Paraden von vielen, vielen Menschen, die sich genau darum mühen, dass Versöhnung und Frieden und Gerechtigkeit und Freiheit in dieser Welt möglich werden. Herzlichen Dank für diesen Preis, ganz wunderbar. Wir freuen uns natürlich, weil er uns natürlich auch eine Öffentlichkeit gibt, die wir brauchen werden in Zukunft, weil ohne die Öffentlichkeit kamen wir nicht zurecht und werden wir auch in Zukunft nicht zurechtkommen. Und wir wünschen uns nach wie vor, dass viele, viele Besucher, und wir sehen es, das ist ja ganz erstaunlich, dass wir jetzt hier, das ist nicht bestellt, nicht, dass wir jetzt hier sind und es kommt eine Besuchergruppe. Das ist Mühlberg, ja, unentwegt. Dankeschön. Ja, ich darf Sie natürlich auch ganz, ganz herzlich willkommen heißen hier auf diesem Territorium. Und die Stadt Bad Liebenwerder ist ja Rechtsträger geworden. Und wenn ich zurückblicke, dass ich jetzt schon fast 16 Jahre im Amt bin, dann hat mich auch diese Tatsache, diese Aufarbeitung dieser Geschichte zweier Lager, zweier Diktaturen in den zurückliegenden 16 Jahren mit meiner Kollegin Hannelore Brendel immer wieder beschäftigt. Anfangs mit sehr viel Zurückhaltung, weil wir natürlich geborene DDR-Bürger waren. Und das, was wir gelernt haben in der Schule, mussten wir erst noch mal neu erkennen, neu aufarbeiten, neu begreifen und neu zuordnen. Und ich denke, das habe ich sehr intensiv auch gemacht. Und die vielen Gespräche, die hier stattgefunden haben, auf diesem Territorium, bei diesen Lagertreffen und darüber hinaus bei anderen Ereignissen, die sowohl hier an dem Hochkreuz, was ja erst später entstanden ist, sowohl auf dem Soldatenfriedhof, am französischen Denkmal, ja, geführt worden sind, erinnere ich mich jetzt, wenn man älter wird, dann ist das wahrscheinlich auch so eine Geschichte, wo man sich dann mal in einer ruhigen Minute an so manche Gespräche und Episoden natürlich auch erinnert. Teilweise mit Freude und teilweise auch mit Hochachtung und ja, mit Wehmut. Wehmut, klar, es ist kein Glücksfall für eine Kommune, eine Verantwortung hier übernehmen zu müssen für solch ein großes Lager mit so vielen, wie gesagt worden ist, Toten und so vielen Ereignissen, die sich hier rumranken. Und es ist natürlich umso wichtiger, dass man einen Partner hat, wie die Initiativgruppe Lager Mühlberg e.V. Und was wäre, wenn die Initiativgruppe vor 30 Jahren sich so nicht gegründet hätte? Wäre sicherlich schwierig geworden, weil ich sage mal, eine Kommune kann nicht alles leisten. Wir können vieles betleiten, aber nicht alles so leisten, so intensiv, wie das hier geschehen ist. Auch die Gedenkstättenpädagogen haben hier eine Akzise dran, weil wir müssen die Jugend einbinden. Matthias Tatz hat es als Vorsitzender und Pfarrer natürlich sehr deutlich gesagt. Es muss uns ja gelingen, das, was hier gemeinsam aufgebaut, was hier gemeinsam ja, erarbeitet worden ist, in die Zukunft zu tragen. Und das heißt natürlich, junge Menschen zumindest in Kenntnis zu setzen, zu gewinnen, dies mit
zu tragen, weiterzunehmen und zu führen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Deswegen tue ich das auch immer gern mit meinen Sportlern, mit meinen Schwimmern. Und wir werden das auch so weiter fortführen. Demzufolge ist eine so hohe Auszeichnung natürlich eine sehr anerkennenswerte Geschichte, wo ich mich unheimlich gefreut habe, als ich das Schreiben bekam und habe gesagt, endlich mal bekommen auch die Richtigen, die wirklich immer hier uns unterstützen und uns begleitet haben über die vielen Jahre hinweg. Sonst würde das hier nicht so aussehen, wie es aussieht. Natürlich haben wir gerungen und wir haben auch mal gestritten. Das gehört ja auch dazu. Wenn ich nämlich hier stehe, dann ist das ja nicht vom Himmel gefallen, was hier bezüglich der Gedenkstätte, der Gestaltung der Gedenkstätte. Und deswegen habe ich vorhin mal gesagt, ich erinnere mich immer so gern, wo ich mit dem Innenminister Jörg Schönbohm hier stand und er zu mir gesagt hat, Richter, das, was wir jetzt besprechen, wird so umgesetzt in seiner Generalsstimme. Ja, das wird so umgesetzt und da bekommt auch die Initiativgruppe und die Stadt das Geld dafür. Er hat Wort gehalten. Er hat wirklich Wort gehalten und wir haben das gemeinsam hier so gestaltet. Und ich bin stolz darauf, diese Schlichtheit, aber doch diese Ausdrucksform, ja, das Kreuz allein. Wenn wir bei den Kranzniederlegungen davor stehen, dann stehe ich auch mal kurz, da werden die Augen schon leicht feucht. Und auch bei der Gestaltung, bei dem Herrichten der Fundamente und all das, was wir dann hier unter der Erde und egal, wo wir den Spaten hier reingestochen haben, haben wir dann menschliche Überreste finden können. Eine Tragik. Und demzufolge herzlichen Glückwunsch einmal für die Auszeichnung 75 Jahre nach Kriegsende, wo wir uns also auch sehr intensiv mit dem Kriegsende auch nochmal befasst haben. 30 Jahre natürlich das Wirken der Initiativgruppe. Ich bedanke mich auch für diese Zeit, wo ich lernen durfte, wo ich gute Schulmeister hatte. Das ist schön und das bleibt hängen. Und ich denke, wir werden ein Stück des Lebens und des Weges noch gemeinsam gehen. Danke, alles Gute. Danke. Ich möchte mich nur kurz in die Reihe der Gratulanten einreihen. Die kleine Stadt Mühlberg hat verwaltungstechnisch mit der Stadt Bad Liebenwerda dazu beigetragen, dass wir euch unterstützen konnten. Ich bin sehr dankbar, dass ich bisher auf dem Weg mitgehen konnte. Ich habe sehr viel gelernt. Die Zeitzeugen haben eindrucksvoll uns den Staffelstab schon in die Hand gegeben. Wir gehen jetzt gemeinsam den Schritt noch und versuchen mit unserer und der nächsten Generation das hier weiter zu erhalten und zu tragen. Ich danke der Presse und vor allen Dingen auch der Stiftung, die es uns ermöglichen, gemeinsam die Informationen noch weiterzutragen. Ich meine, in diesem Jahr, 75 Jahre nach dem Krieg, ist das ein Thema, was öfter aufploppt. Aber in den anderen Jahren müssen wir genauso tun, dass es nicht vergessen wird. Das heißt also auch, die Geschichten aus den Familien noch zu sammeln, solange die Zeitzeugen noch da sind. Und das haben wir bei den Gedenktreffen oftmals gehabt, wo schon die Kinder und die Eltern oder die Ehepartner berichteten, wie schlimm es war, als man nicht reden konnte. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Miteinander. Nicht nur für, sondern miteinander. Und das müssen wir lernen. Und das haben wir von euch gelernt. Nur miteinander können wir es gemeinsam schaffen, dass sowas nicht wieder passiert und dass wir uns gegenseitig unterstützen. Die Kräfte einfach multiplizieren und gemeinsam den Weg gehen. Bis nach Sachsen rüber, nach Sachsen-Anhalt. Und man hört uns und man sieht uns. Dank auch dieser Auszeichnung. Ich hatte es ja gesagt, heute ist ein Artikel schon in der Lausitzer Rundschau drin. Und es wird in weiteren Medien dann zu sehen sein. Dafür danke ich recht herzlich. Und ich hoffe, wir sehen uns so oft es geht wieder hier
Es ist immer sehr erfrischend, wenn dann auch jemand da ist, der weiter weg ist und der eigentlich ganz viele andere Termine hat. Das ehrt uns. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen viel, viel Gesundheit, dass wir weiter auf den Weg gehen können und auch entsprechend den Preis würdig unsere Arbeit fortsetzen. Vielen Dank. Als einer des Restes der Überlebenden des Speziallagers hatte ich Gelegenheit, 25 Jahre aktiv an der Aufarbeitung des Lagergeschehens und auch des vorhergehenden Lagers, des Kriegsgefangenenlagers teilzunehmen. Dafür bin ich sehr dankbar, dass ich das durfte, dass ich die Gelegenheit hatte, dass ich meine Erfahrungen einbringen konnte. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich nach Beendigung meiner aktiven Tätigkeit eine ganze Reihe junger Menschen mitfinden durfte und gefunden worden sind, die die Sache gut machen. Ich sage das ausdrücklich. Ich bin sehr dankbar, dass das in dieser Form weiterläuft. Natürlich haben die jungen Menschen andere Gedanken, heute mit diesen modernen Techniken zu arbeiten. Das sichert ja auch die Zukunft, weil das einfach die Zukunft ist. Und ich denke, unsere Arbeit, die wir übergeben haben, weiterlaufen, liegt auf jeden Fall in guten Händen. Und ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei dir, Anna Kaminski, sehr herzlich bedanken. Wir hatten nach fast 20 Jahren eine sehr herzliche, gute Zusammenarbeit. Und deshalb bin ich besonders dankbar, aus deinen Händen den Preis hier mit entgegennehmen zu dürfen. Dankeschön. Ja, im Namen des Fanclubs der Bohmetscher gratuliere ich ganz herzlich der Initiativgruppe zur Verleihung des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises. Bedanke mich, dass auch die Initiativgruppe so viel Ehrlichkeit in uns setzt und unserem Engagement vertraut, dass wir hier seit 2013 investieren. Angefangen hat es damals mit einer kleinen Spende. Mittlerweile sind wir mit 30, 40 Leuten zum Arbeitseinsatz, halten das Gelände sauber. Und es ist für uns eine richtige Berufung geworden, unseren Fanclub zu vertreten. Wir wollen ja auch gesellschaftlich unsere Stadt, unseren Verein präsentieren. Und ich denke mal, das gelingt uns hiermit sehr gut. Von 1949 bis 1987 herrschte in Taiwan der Weiße Terror. Ein Schreckensregime, unter dem vermeintliche und wahrhaftige Oppositionelle eingekerkert und ermordet wurden. Das National Human Rights Museum befasst sich heute mit diesem Teil der taiwanesischen Geschichte. Neben der Erforschung und Aufarbeitung dieser Periode geht es dem Museum vor allem um die Vermittlung von Demokratie und Menschenrechten an die junge Generation. Das
Das Museum pflegt enge Kontakte zur Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Bei Workshops tauschen sich Mitarbeiter beider Institutionen über Formen der Aufarbeitung aus und lernen von den Erfahrungen der jeweils anderen. Die Verantwortlichen des Weißen Terrors sind zum Teil heute noch in Verwaltung und Politik tätig. Ein Umstand, der die Arbeit des Museums immer wieder erschwert. Von ihrem Ziel, den Frieden und die Freiheit in Taiwan zu beschützen, kann dies die Mitarbeiter des Museums jedoch nicht abbringen. Spätestens seit dem Ausbruch von Corona steht das kleine demokratische Taiwan im Fokus der Weltöffentlichkeit. Als die Insel, die sehr zeitig gehandelt hat, und zwar mit demokratischen Maßstäben. Und gleichzeitig als die Insel, die auf Druck der Volksrepublik China ferngehalten werden soll, der Weltgesundheitsorganisation, obwohl uns Taiwan in Krisenbewältigung und Epidemiebekämpfung eine ganze Menge lehren könnte. Ich glaube, es ist kein Zufall, weil Taiwan seit 1987 nicht mehr unter Kriegsrecht, seit 1992 mit freien Wahlen eine Demokratie, weil uns Taiwan etwas lehren könnte, was über die Corona-Thematik, die uns aktuell alle bewegt, hinausgeht. Wir hören ja oft im Westen und auch in China von den sogenannten chinesischen Werten, die gegenüber den westlichen Werten so ausdifferenziert wären, dass wir uns gar nicht anheischisch machen könnten, Demokratie oder Menschenrechte oder Kritik anzumahnen. Das Beispiel Taiwan zeigt aber, dass genau das möglich ist, denn in Taiwan wird nicht nur Demokratie jeden Tag gelebt, sondern es gibt auch etwas anderes, was wir unter dem Wort Vergangenheitsaufarbeitung oftmals nur als unseren eigenen kulturellen Schatz sehen, hat nämlich universelle Wertigkeit. Und in Taiwan wird diese Aufarbeitung der Geschichte ganz konkret gemacht. Und aus diesem Grund hat sich die Jury entschlossen, dieses Jahr 2020 den Sonderpreis an das National Human Rights Museum in Taipei zu vergeben, das seit 2018 existiert. Dort wird bewiesen, dass die Geschichte eben nicht von den Siegern nur geschrieben wird, sondern auch von den Opfern. Und zwar von den Opfern des Chiang Kai-shek-Terrors. Wir erinnern uns, nachdem Chiang Kai-shek den Machtkampf gegen Mao verloren hatte, zog er mit seinen Truppen nach Taiwan und errichtete dort ein autoritäres Regime. Und in den 50er Jahren gab es Massenerschießungen und Repressionen, die bis in die 80er Jahre hinein gingen. Und Menschen wurden verurteilt, die pro-chinesisch waren oder einfach nur den Vorwurf bekommen hatten, pro-chinesisch zu sein. Das heißt, die ganze Opposition wurde mit Repression überzogen. Und wir haben da einen sehr interessanten Fall. Chiang Kai-shek war oberflächlich antikommunistisch, aber die Art, wie er seinen Antikommunismus durchzog, hatte große Ähnlichkeiten mit den Ausübungen des Kommunismus auf Festlandchina. Und beide waren verbunden durch einen Illiberalismus, durch ein System, wo der Einzelne nichts zählt und das Kollektiv alles sein sollte. Und die Opfer dieser Zeit leben noch. Und in dem Museum, das wir dieses Jahr auszeichnen, sind diese Opfer als Guides unterwegs. Unterwegs ist etwas flapsig gesagt, das sind Menschen, die zutiefst traumatisiert sind, die aber es geschafft haben, ihre Traumata in eine Analyse zu überführen, plus Empathie. Und deshalb auch bei Schülern, bei Studenten, die dieses Museum frequentieren, sehr erfolgreich vermitteln können, wie wichtig es ist, Gewaltenteilung, wie wichtig es ist, Transparenz, Rechtsstaat, freie Medien. Ich war vor 2 Jahren selbst in diesem Museum und einer der Guides in dem Museum, der 72-jährige Herr Fritschin Hamm, sagte mir, unsere Vorbilder sind Joachim Gauck, Marianne Birtler und Roland Jahn. Und da war ich natürlich erstmal sehr überrascht und sah dann mit großer Verblüffung, wie die deutsche Art,
der Diktaturaufarbeitung auch in Taiwan Schule macht, wie Opfer und Menschen, die gelitten haben unter dem Regime, in die Lage versetzt werden, auch institutionell in die Lage versetzt werden, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und aus diesem Grund, glaube ich, ist es etwas enorm Wichtiges. Und es zeigt, die Vergangenheit ist nicht vergangen. Und wenn sie aufgearbeitet wird, so wie das in Taiwan und so wie das auch in diesem Museum geschieht, kann die ganze Gesellschaft davon profitieren. Und in dem Fall von Taiwan, was sie uns lehren können an Aufarbeitung, aber auch an Skills, die Pandemie zu bekämpfen, geht die Lektion sogar an die ganze Welt. Ich möchte dem Museum und dem freien Taiwan ganz recht herzlich zu unserem Preis gratulieren. Ganz herzliche Grüße nach Taiwan. Wie Sie hören und sehen, bin ich gerade unterwegs in meinem Wahlkreis und kann deshalb nicht teilnehmen an der Videokonferenz zur Verleihung des Preises. Aber ich bin total stolz für Sie mit und ich freue mich, dass dieser Vorschlag Gehör gefunden hat. Denn seit ich das erste Mal in Taiwan gewesen bin und im Menschenrechtsmuseum, da hat mich das so beeindruckt, was Sie an Arbeit geleistet haben, unter ganz anderen Bedingungen als das in Deutschland ja möglich ist, die Aufarbeitung zu beginnen und sich dem weißen Terror als Teil ihrer Geschichte zu stellen, Menschen zu zeigen, was damals passiert ist. Und noch mehr Hochachtung habe ich davor, dass Menschen, die das selber erlebt haben, bei ihnen als Zeitzeugen auftreten. Das ist wirklich eine sehr hohe Lebensleistung, das überstanden zu haben, nicht gebrochen zu sein, hinterher ein Leben geführt zu haben und heute insbesondere den jungen Menschen zu sagen, was passiert, wenn man in einer Diktatur lebt. Und das passt zu Ihrem Land, was sich die Demokratie selbst erstritten hat. Und ich gratuliere Ihnen von ganzem Herzen und wünsche mir ganz viel Erfolg und freue mich auf ganz viele Jahre guter Zusammenarbeit. Herzlichen Glückwunsch. Sehr geehrter Herr Botschafter, meine sehr geehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen zu dieser etwas ungewöhnlichen Preisverleihung an das National Human Rights Museum Taiwan. Corona-bedingt kann der Preis leider nicht zu unserer offiziellen Preisverleihung in der kommenden Woche bei uns in der Bundesstiftung Aufarbeitung im Rahmen einer Zeremonie übergeben werden, sondern wir mussten diesen Weg wählen, damit das National Human Rights Museum, vertreten durch Herrn Professor Xi von der Vertretung Taiwan hier in Deutschland, den Preis übernimmt und übermitteln kann. Ich und die gesamte Stiftung, wir freuen uns sehr, dass Taiwan und stellvertretend für das, was in Vergangenheitsaufarbeitung in Taiwan in den vergangenen 30 Jahren im Prinzip geschehen ist, gegen Widerstände durchgesetzt werden musste, viel Mut, Zivilcourage und Durchhaltevermögen erfordert hat, dass also dieser Preis an das National Human Rights Museum unter seinem Direktor, Herrn Dr. Chung, übergeben werden kann. Wir hatten verschiedentlich die Möglichkeit, das, was in Taiwan in den vergangenen Jahren erreicht wurde, uns auch vor Ort anschauen zu können. Und Taiwan ist für uns ein ganz wichtiger Partner bei der Vergangenheitsaufarbeitung. Taiwan hatte eine andere Form von Diktatur als wir hier in Deutschland. Deutschland hat sich mit zwei Diktaturen, mit zwei totalitären Regimen auseinanderzusetzen. Aber es gibt sehr viele Bereiche, in denen wir voneinander profitieren, voneinander lernen können. Und insofern ist Taiwan nicht nur ein wichtiger Partner für uns, sondern auch ja, ein Vorbild in manchen Dingen. Und das National Human Rights Museum steht für all diese demokratischen Bemühungen, Vergangenheit, das geschehene Leid, die begangenen Verbrechen, aber auch die Opfer nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und in diesem Sinne freue ich mich sehr, nun den Preis stellvertretend erreichen zu können. Botschafter, ich freue mich sehr, Ihnen den Sonderpreis des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises stellvertretend
das National Human Rights Museum zu Ihren Händen zu geben. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, lieber Frau Dr. Kaminski, lieber Freunde, liebe Freundinnen, Sie haben ganz recht, Frau Dr. Kaminski, wenn Sie sagen, es ist ungewöhnlich. Aber die Menschen zeigen gerade ihre Solidarität öfters, meistens, in Zeitarten von ungewöhnlichen Situationen. Einige von Ihnen dürfte es auch gewarnt sein, dass ich mit gewissen Zeit öfters und nicht als Repräsentant von Taiwan in Deutschland näher, sondern Botschafter von Taiwan in Deutschland. Und zwar BOOT, B-O-O-T, mit zweimal O. Botschafter von Taiwan, weil wir alle in einem Boot sitzen. In einem Boot sitzen, das bedeutet, wir teilen das gleiche Schicksal. Wenn wir im Boot sitzen und sehen, dass Menschen im Wasser uns überleben kämpfend und doch vor einem typischen Strudel in die Tiefe gezogen wird, ohne dass wir ihn aus der Gefahr holen könnten, ohne dass wir ihn retten ins Boot holen könnten, dann muss es wenigstens nachher gefragt werden, wer war für diesen Mord verantwortlich. Die Gerechtigkeit, die leider nicht auf der Stelle geschehen ist, muss nachher auch noch gezeigt werden. Und wir, die wir das Glück haben, damit vorzusitzen, für uns ist das die Verantwortung. Diese Kraft, die von oben nach unten in die Tiefe zieht, ich benutze diese symbolische Aussage, weil für mich das eine Kraft des Bösen ist, die die Menschen in die Tiefe, in die Dunkelheit, in die Taktik zieht. Und wir müssen das korrigieren. Wir müssen diese Kraft nach oben korrigieren, zum Sonnenschein korrigieren, zur Heiterkeit korrigieren, zum Herzen korrigieren. Dieses nach oben, dieses Mühsam, die Kraft zu korrigieren, die dunkle Kraft, die nach unten zieht, zu korrigieren, die nähere ich, als es nach oben geht, weil es mühsam ist, die nenne ich Aufarbeitung. Und diese Aufarbeitung teilen wir gemeinsam, lieber Frau Dr. Kaminski, aber auch Frau Dr. Kuhle zum Beispiel. Und hier habe ich noch Herrn Axel König, habe ich Herr Strempel, Frau Strempel und Herr Ziegerig und Carolina Zinesen. Wir haben in den letzten Jahren, ich habe das Glück, als Botschafter von Taiwan zu sagen, wir Taiwaner haben das Glück, Sie alle im Boot neben uns, neben uns sitzen zu dürfen. Und es ist wirklich eine besondere Freude und Stolz für mich, hier Taiwan vertreten, aber nicht nur Taiwan, sondern auch das Human Rights Museum vertreten. Dieser Sonderpreis von Karl Wilhelm Frieder, dieser Menschenrechtspreis entgegenzunehmen. Das ist nicht nur ein Gestik, das ist eine sehr starke symbolische Aussage, dass wir unheimlich davon, ob man Deutsch ist, Chinesisch ist, Taiwan sind. Wir sitzen alle in einem Boot. Und dieser Tag, als Frau Dr. Kuhle mich fragte, welche Tag müssen wir nehmen? Wir stehen zwei Tage zur Verfügung, der zweite und der dritte. Ich habe bewusst den dritten ausgewählt. Der 3. Juni, das ist der Vorabend vom 4. Juni. Und das heißt, heute jährte sich zum 31. Mal das Tiananmen-Massaker von 1989. Der Aufarbeitung, Verhandlung und das Regime ist noch sehr stark an der Macht. Was sollen wir machen? Wir können ja nicht erwarten, dass das Regime oder der Xi Jinping von China eine Scheibe von den Tyrannen abschneiden soll, von den Tyrannen, der Dionys von Friedrich Schillers Ballade, die Bürgschaft von 1799. Der war der Tyrann, der lässt sich bekehren von Gerechtigkeit, von aufarbeitender Kraft. Er lässt sich bekehren. Aber von China, von diesem kommunistischen Regime,
werden wir wo nicht die Möglichkeit haben. Also wir müssen auch den Chinesen, den Uiguren und seit 28. Mai auf einer Woche, wo dieses Gesetz, Sicherheitsgesetz für Hongkong gelten sollte, und das bedeutet, es werden wieder Menschen von einer bösen Kraft nach unten in die Tiefe gezogen werden. Wir dürfen nicht den Tod zu sehen. Wir müssen denen sagen, wir fühlen mit, wir kämpfen mit, wir zeigen denen unsere Solidarität. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal, dass es sich hier begeben in unserer Botschaft, in dieses Boot. Ich bedanke mich herzlich, nicht nur für Taiwan nochmal, für unsere Präsidentin, vor allem für Dr. Chen Yuhong als Leiter des Menschenrechtsmuseums in Taiwan. Wir haben gestern noch getestet, also ich sehe auf Ort, schaue sich herzlich, nicht nur bei mir, sondern auch bei Ihnen, bei den Jury, überhaupt bedanken sich bei dem Wert, dass Taiwan immer noch dastehen könnte, um gemeinsam das Ruder an sich zu reißen, um Ungerechtigkeit zu gegen Ungerecht zu kämpfen. Vielen Dank nochmals auch für die Gäste, für Ihre Anwesenheit. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Botschafter, jetzt muss ich ja besonders das O betonen, lieber Herr Professor Xi, liebe Frau Dr. Kaminski, liebe Anwesende, es ist mir heute eine besondere Ehre, dabei sein zu dürfen hier in der Berliner Taipei-Vertretung. Ich bin gerne eigens gestern angereist aus meinem Landkreis Diepholz zwischen Osnabrück und Bremen und Minden, nicht mein Wahlkreis Diepholz, Dienburg 1. Und seit vielen Jahren, mittlerweile Jahrzehnten, zwei an der Zahl, pflege ich gute, enge Kontakte zur Taiwan-Botschaft. Ich habe auch erst vor wenigen Wochen im März, vom 6. bis 8. März, hier 50 Personen in Berlin gehabt. Und da gehört es natürlich wie selbstverständlich dazu, dass meine Wahlkreisbürger hier dann auch in die Berlin-Vertretung kommen. Ich erinnere auch gerade die Insider Taiwans, dass ein taiwanesischer Künstler in Diepholz eine große Skulptur ausgestellt hat. Und das wurde auch mit einem unwahrscheinlich großen Medienecho begleitet. Und nichtsdestotrotz will ich immer wieder gerne sagen, Kunst, Kultur, das gehört zusammen. Damit eröffnen wir uns unter den Staaten immer wieder auch neue Wege. Und deswegen ist das gut auch, dass die Botschaft so in die Fläche, in die Bundesländer hineingeht, auch zu uns Wahlkreisabgeordneten, um da entsprechend auch mit den Bürgern direkt ins Gespräch zu kommen. Ich selbst habe Taiwan mehrmals besuchen dürfen, mit vielen Kollegen mittlerweile auch. Und deswegen haben wir eine ganz enge Verbindung, auch mit unserem Freundeskreis, aber auch darüber hinaus mit der Parlamentariergruppe Deutschland-Taiwan sehr, sehr enge Kontakte aufgebaut. Und das Nationale Menschenrechtsmuseum in Taiwan ist ja hier ausgezeichnet worden für das herausragende Engagement. Diese Einrichtung ist 2018 gegründet und es soll Dunkelheit vertreiben, zum Licht bringen in eine Geschichte, die hier sehr, sehr vorbildlich aufgearbeitet wird. Es geht um die Zeit der Diktatur unter Chiang Kai-shek, um den sogenannten weißen Terror durch die Kolonien. Und da hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ja bis in die Jahre 1987 hinein, dieses Militärregime in Taiwan geherrscht. Und es gab Ausnahmezustände und die sind dann auch aufgehoben. Meine Damen und Herren, in der deutschen Nachkriegsgeschichte gibt es dazu viele Parallelen. Und die Bundesstiftung, Frau Kaminski hat das vortrefflich formuliert, die ja zuständig ist für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, und wir reden in dem Zusammenhang auch unseren gemeinsamen Freund Rainer Erdemann, der das über die Jahre, Jahrzehnte ja im Grunde genommen als Wegbereiter uns eröffnet hat. Wir erinnern uns, wie in der ehemaligen DDR die Grundrechte von Oppositionellen unterdrückt wurden. Sie wurden verhaftet. Auch in Taiwan war das so, dass Oppositionelle verhaftet wurden. Sie kamen in Lager zur Zwangsarbeit. Die Hirnwäsche und Hinrichtung hat es gegeben.
Und wir können hier in Deutschland von bis zu 30.000 Todesfällen ausgehen. Da uns die Regierung heute sich so oft Aufgabe gemacht, dieses vergangene Unrecht aufzuarbeiten und damit die Menschenrechte weltweit und insbesondere im asiatischen und chinesischen Raum zu stärken. Und sie haben diese Gefängnisse, diese Lager in Gedenkstätten, die offen sind, die besichtigt werden können, umgewandelt. Sie dienen heute der Erinnerung und der Mahnung, wie auch hier bei uns, die Gedenkstätte Hohenschönhausen, das ehemalige Stasi-Gefängnis, sind immer wieder gerne in Anführungsstrichen angenommen, auch gerade auch, das mache ich auch sehr intensiv mit meinen Wahlkreisbürgern, dass ich regelmäßig dorthin gehe, auch um zu zeigen, was dort in den Jahren sich vollzogen hat. Von Taiwan hat damit mit diesem Museum das erste seiner Art in Asien aufgebaut. Das Kultus, das Kulturministerium in Taiwan. Und hier werden historische Orte, wo einst Rechte missbraucht wurden, umgewandelt in Orte, wo Menschenrechte quasi als Bildungsauftrag nach außen gegeben werden. Und das ist nämlich eine herausragende Vermittlung zwischen Geschichtsbewusstsein und Demokratieverständnis. Und da spiegeln sich immer wieder die Sicherung von Menschenrechten, Demokratie und Freiheit, gerade mit Blick auf das große China, eine ganz besondere Rolle. Und einige von Ihnen wissen vielleicht, dass ich mit vielen Bundestagskollegen in den letzten Jahren Unterschriftenaktionen für Taiwan mitinitiiert habe. Es ging darum, insbesondere bei der internationalen Flugsicherung und auch bei der Weltgesundheitsorganisation, diese Organisation mithilfe Taiwans zu stärken braucht. Und lieber Professor Xi, Sie können sicher sein, auch zukünftig werden wir Sie und Ihre Botschaft und Ihr Land gerne unterstützen. Sie können auf dieses Museum, was neu geschaffen wurde, in Asien, in Taiwan. Sie können das als ein Leuchtturmprojekt bezeichnen. Sie können darauf stolz sein. Und deswegen hat Ihr Land diesen Sonderpreis von Dr. Kaminski absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch dazu. Guten 我是国家人权博物馆馆长陈俊宏，非常感谢联邦东德统一社会党专制政权重新评估基金会以及2020年 Carl Wilhelm Fischer Award 奖项的评审团给予国家人权博物馆特别奖的肯定。台湾的国家人权博物馆筹备17年，在2018年5月17、18日分别在绿岛及美揭牌，是亚洲第一座以国家层级在威权统治不义遗址上打造的人权博物馆。人权博物馆的主要任务，一方面是保存过去的伤痕历史，另一方面也具有展望未来的积极意义。在保存历史方面，人权馆特别针对台湾许多的不义遗址进行保存，同时进行教育推广。另一方面，我们也进行了非常多政治受难者的口述历史，同时收集当年白色恐怖时期的相关史料，并进行相关的文物典藏。同时我们透过这一些相关的史料跟文物来进行社会的沟通，透过不同的方式将历史真相呈现在大众面前，使当年遭受不当判决与权益受损的前辈们在历史正义当中恢复应有的尊严与名誉，同时也让这一段历史成为台湾公共记忆的一部分。在展望未来的方面，人权馆同时聚焦于当代的人权议题，使民众关心当代许多重要的人权议题以及弱势族群的处境。比如说在全球化之下，许多移工、贫穷、人口贩运以及性别等等的人权课题，我们希望以博物馆为界面来协助人权议题的发声与倡议，让整个台湾朝向更为公平正义的路途迈进。在这样的一个理念之下，我们透过几个方式来进行这一些议题的推广，
首先在典藏研究部分，人权馆特别设立了典藏与研究档案中心，进行相关的口述历史调查以及史料的收集，希望能够透过这样的方式还原威权历史的全貌，同时将这一些历史的成果公开出版，让社会大众可以深入的来了解当年这一段伤痕历史。第二，在展示教育与社会沟通方面，人权馆期许能够成为台湾人权教育资源的中央厨房，透过不同的方式开发符合各个不同年龄层需求的教学资源，希望能够把人权理念进一步的深化在校园当中。同时我们也透过许多绘本、戏剧跟当代艺术等等形式，以及 AR、VR、环境、实境、数位媒介等等，开拓不同的族群观众，延伸博物馆的触角到社会的不同角落。第三个部分，人权馆也透过连接外部资源来进行更多的这个人权教育的推广。首先我们跟台湾非常多的人权相关的馆所以及学校签署合作备忘录，我们希望透过馆校之间的合作，将人权议题可以深入到校园。另外一方面，人权馆也连接许多的国际交流跟合作。去年人权馆非常荣幸的与德国签署了德国转型正义共同合作意向书，未来也将与德国各个博物馆进行更积极密切的合作。另外一方面，我们也积极的与国际博物馆协会、国际人权博物馆联盟以及国际良知遗址联盟等等进行国际的接轨。台湾的民主道路走来非常艰辛，在经历过长达40多年的白色恐怖统治，前人牺牲、政权的转移，经历过了非常多的苦难，才从威权体制迈向了民主自由。很遗憾的，到目前为止，由于中国的阻挠，台湾至今仍然被排除在国际社会。尽管如此，台湾用自己的方式仍然在致力于落实许多国际人权保障的议题。举例来说，2009年开始，台湾陆续签署了5部国际人权公约，透过施行法的方式来成为国内法的一部分。同时在2019年5月24号，台湾也正式成为亚洲地区第一个同性婚姻合法化的国家。台湾走过艰辛的道路才转型为民主国家。同样的，在亚太许多国家也经历殖民、战争、威权统治等人权迫害的历史，因此我们希望能够与其他国家携手合作，透过相互学习、对话交流，将创伤记忆转化为推动民主与人权的资产。因此在2019年，国际人权博物馆联盟亚太分会正式在台湾成立，人权博物馆也肩负起推动亚太分会各项任务的责任。亚太分会的目标有以下几个。第一个，我们希望能够串联亚太地区的博物馆以及纪念馆所等等的相关组织机构，邀请他们加入国际人权博物馆联盟亚太分会的行列，同时透过举办亚太地区的论坛、工作坊、研讨会、专业培训课程、巡回展览等等，来提升博物馆对于人权议题的专业能力，同时集结亚太地区的伙伴力量，共同为我们共同面对的人权议题发声以及倡议。最后，再一次感谢评审们给予我们的肯定，此次获奖对于人权馆全体同仁都获得非常大的鼓舞。未来我们也将秉持着热忱，持续在人权推动工作上贡献所长，与世界各国并肩努力，共同前进。谢谢大家。I have a dream.
Wie kein anderer steht Martin Luther King für den Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit. Seine Idee des gewaltfreien Widerstands wurde auch Teil des Selbstverständnisses der DDR-Opposition. Gewaltfreiheit und Zivilcourage ist etwas, was man in der DDR lernen musste, wenn man in der Opposition war. Ist aber auch etwas, was man in der Gegenwart braucht. Im Geiste des großen Bürgerrechtlers gründete sich 1998 das Martin Luther King Zentrum in Werdau. Seitdem ist die Aufarbeitung der SED-Diktatur ein Schwerpunkt des Vereins. Die Gründung war 1998 und dann einige Jahre später haben wir den Zusatz bekommen, eine Zusatzaufgabe, Archiv der Bürgerbewegung Südwestsachsens. Denn es ist wichtig, also auch diese Materialien aus der Bürgerbewegung zu sammeln und vor dem Vergessen, vor der Vernichtung zu bewahren. 40 Vereinsmitglieder kümmern sich um Vorträge, Diskussionsrunden und Wanderausstellungen und geben ihr Wissen an die Nachwendegeneration weiter. Sie haben ja meistens sehr wenig von ihren Eltern und Großeltern mitbekommen. Das merke ich dann immer, wenn ich ihnen Fragen stelle, was wisst ihr denn aus der DDR, was gab es alles? Ich merke dabei auch, dass im Geschichtsunterricht noch erhebliche Defizite bestehen. Als Ort der Begegnung, Diskussion und der Aufklärung steht das King-Zentrum heute auch gegen populistische und rechtsextreme Bewegungen in Sachsen. Ganz im Sinne des berühmten Namensgebers. Herzlichen Glückwunsch zum Karl-Wilhelm-Frieger-Preis, liebes Martin-Luther-King-Zentrum für Gewaltfreiheit und Zivilcourage in Werdau. Ihr habt den Preis verdient. Ich freue mich, einen Karl-Wilhelm-Frieger-Preis mit anpreisen zu dürfen, mit dem ich noch zusammenarbeiten durfte als Redakteur im Deutschlandfunk. Und ich freue mich, mit vielen eurer Mitstreiter zusammenzuarbeiten und den unlängst verstorbenen Hans-Jörg Weigel ziemlich früh kennengelernt zu haben. 1980 saßen wir in Berlin und versuchten für seine Freilassung nach der Verhaftung uns einzusetzen. Martin Böttcher ist ein Aktivist der ersten Stunde in vielfältigen Zusammenhängen. Und auch mit Georg Meusel waren für uns vertraute Leute, die von den Bausoldaten herkamen, was für mich einer der ersten fassbaren Oppositionsbewegungen innerhalb der DDR waren, wo man sich einem System verweigerte und dennoch konstruktiv handeln wollte. Und das ist der Geist sich auch des Martin-Luther-King-Zentrums, der sich ausdrückt, schon im Namensgeber, Impulse aus aller Welt, gewaltloser Widerstand hereinzuholen in einen ziemlich kleinen Ort nach Werdau und dessen Umgebung. Und durch Ausstellungen, die wir auch in vielfältiger Weise unsere Behörde unterstützen durfte, durch Veranstaltungen, durch Forschungsaufträge, durch Bücher und Broschüren wie das letzte gerade über Widerstand und auch das wirklich schöne, wichtige Buch Achim Bayer, 130 Jahre Zuchthaus, den ich übrigens in Nürnberg kennenlernte, als Schulleiter dort. Und der seine Jugendoppositionsgeschichte, die in Werdau für 130 Jahre Leute zusammengerechnet ins Zuchthaus führte, den Menschen nahe brachte. Ich kann mich erinnern an die Lesung im Gymnasium zusammen mit dem Martin Luther King Zentrum in den 90er Jahren und später. Und ihr habt immer wieder wichtige Impulse gesetzt, neue Verknüpfungsformen gefunden. Wie kann man Jugendlichen heute die Geschichte von damals verständlich machen und in Zusammenhang setzen mit den Themen, die heute relevant sind? Zivilcourage und Gewaltfreiheit. Das ist relevanter denn je. Und ihr seid da wirklich in eurer Arbeit ein gutes Beispiel in einem Raum, in dem viel los ist. Viel los war in der DDR, das Freikaufgefängnis in Chemnitz, damals Karl-Marx-Stadt, das Frauenzuchthaus Hoheneck, der mutige 7. Oktober 1989 in Plauen, Waldheim, die Waldheimer Prozesse. Man könnte jetzt noch vieles erzählen und mittendrin, geografisch stimmt das jetzt nicht ganz genau mittendrin, aber in dieser Region
ist das Archiv und euer Zentrum ein ganz wichtiger Ort. Und ich beglückwünsche euch zu diesem sehr verdienten Preis und ermutige euch für die Gegenwart und Zukunft zu weiterer aktiver Zusammenarbeit. Und unsere kleine Behörde des Landesbeauftragten steht als Unterstützer da, jederzeit förderbereit. Liebe Kolleginnen und Kollegen vom Martin-Luther-King-Zentrum, sehr geehrter Oberbürgermeister, in diesem Jahr ist Corona-bedingt ja alles ein wenig anders. Und das hat insofern auch seinen Vorteil, weil es Sabine Kuder und mich endlich mal nach Werdau in eure Räume gebracht hat. Es ist natürlich andererseits auch schade, weil unsere Preisverleihung nun in einem Rahmen stattfindet, den wir uns selber natürlich auch noch viel festlicher und mit viel mehr Leuten, mit Wegbegleitern, mit Unterstützern gewünscht hätten. Ich freue mich, dass ihr den Sonderpreis des Karl-Wilhelm-Fricke-Preises bekommen habt für eure Arbeit, und zwar nicht nur nach 1990, für den beharrlichen Einsatz dafür, die Grundwerte und Rechte zu verteidigen, immer wieder dafür zu werben, was Meinungsfreiheit bedeutet, was das Leben mit demokratischen Rechten bedeutet, was es aber bedeutet, diese Rechte und Werte nicht leben zu können, die Rechte nicht zu haben. Dass ihr an ganz vielen Beispielen deutlich macht, wie wichtig es ist, sich für Demokratie einzusetzen. Und was natürlich eure Initiative auch unglaublich auszeichnet, ist, ihr habt nicht erst 1990 oder 1989 damit begonnen, sondern das hat eine sehr lange Tradition, dass ihr das bereits schon so lange macht, und zwar unter Umständen, wo es noch viel, viel gefährlicher war, sich für diese Rechte, die mittlerweile ja im Grundgesetz verbürgt sind und für uns alle gelten, sich dafür einzusetzen. Und dafür habt ihr diesen Preis mehr als verdient, einerseits als Würdigung, andererseits tatsächlich auch als Unterstützung für Projekte, die ihr vorhabt, die ihr vielleicht gar nicht immer auch so lange vorherdenken könnt, wie die Förderfristen der Stiftung dies manchmal erwarten. Und wir hoffen einfach, dass ihr nicht nur 30 Jahre beharrlich an diesen Rechten arbeitet, auch einer jungen Generation, für die diese Rechte längst selbstverständlich geworden sind, zum Glück, immer wieder darauf hinweist, wie fragil und wie zerbrechlich auch das Leben in einer Demokratie sein kann. Und das ist auch etwas, was wir sehr bewundern. Ihr tut das nicht in Berlin, wo sowieso ein Hotspot ist von Aufarbeitung, oder in Leipzig. Ihr tut das in einer Region, wie fragil und wie zerbrechlich auch das Leben in einer Demokratie sein kann. Und das ist auch etwas, was wir sehr bewundern. Ihr tut das nicht in Berlin, wo sowieso ein Hotspot ist von Aufarbeitung, oder in Leipzig. Ihr tut das in einer Region, wo es nicht so eine geballte
Ansammlung von anderen Institutionen und Unterstützern gibt, sondern ihr tut das hier mit vielen auch Engagierten und Begleitern, aber ihr tut das in der Region. Und unser Credo in der Stiftung ist ja immer, dass wir auch sagen, Geschichte findet vor Ort statt. Und Berlin oder Leipzig oder Dresden steht zu Recht auch oft im Mittelpunkt. Aber leider stehen Orte wie Werdau, ich nehme jetzt nur Werdau, weil ihr jetzt diesen Preis bekommt, stehen zu Unrecht viel zu selten im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Und insofern ganz herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich, euch, lieber Martin, lieber Schorsch, stellvertretend für das gesamte Martin Luther King Zentrum, die Urkunde zu eurem Preis überreichen zu können. Und ja, ich hoffe, dass der Preis euch zu vielen schönen weiteren wichtigen Dingen die Möglichkeit bietet, dass ihr sie umsetzen könnt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Dank, liebe Herren. Als ich erfuhr, dass wir den Preis kriegen sollten, blieb mir erstmal vor Erstaunen der Mund offen stehen. Das muss ich ehrlich sagen. Das Herz tat einen Sprung, ist mittlerweile operiert, alles gut. Und dass wir den Namen sozusagen eines Idols von mir bekommen. Karl Wilhelm Fricke ist für mich der vorbildlichste Journalist, den man sich vorstellen kann. Ich habe ihn zu DDR-Zeiten immer im Deutschlandfunk gehört. Er hat informiert, er hat uns aufgeklärt und das bis nach Dresden. Nicht nur in Berlin, wo wir SFB und RIAS hatten, da war es ja angenehmer, aber man konnte Karl Wilhelm Fricke auch in Dresden und in Plauen und überall hören und das haben auch viele getan. Und er hatte ein sehr bewegtes Leben. Das darf ich ganz kurz noch erinnern. Er ist von West-Berlin nach Ost-Berlin entführt worden. Das war, glaube ich, 51 oder so. Ist dann in Bautzen II eingekerkert worden, weil er der DDR so ein Dorn im Auge war. Sie konnten diesen unabhängigen Journalisten nicht ertragen. Dann darf er wieder in den Westen und ist in Köln beim Deutschlandfunk gelandet. Er war dann, ich habe ihn dann persönlich mal selbst erleben dürfen, in der Enquetekommission des Bundestages zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Da war ich mal zu einer Anhörung eingeladen in Erfurt und da war er dabei als Sachverständiger. Für die Abgeordneten haben wir auch Sachverständige gehabt. Und da durfte ich ihn persönlich erleben und einmal noch im Deutschlandfunk in Berlin. Das Radio hat dort gerade eine Sendung gemacht über den Schießbefehl. Und ich war als Außenstellenleiter Chemnitz eingeladen, weil wir nämlich ein Dokument gefunden hatten über den Schießbefehl. Und da war er sozusagen telefonisch zugeschaltet. Ja, nun ist es also so, dass ich gar nicht weiß, ob wir uns dieser Ehre würdig erweisen können. Denn das freie Wort, das ist so eine wichtige Sache. Und die Aufklärung über unsere Vergangenheit und über das, was wir erlitten haben, aber auch über das, was an Widerstand zu bewahren ist, das ist nach wie vor unsere Aufgabe. Das Martin Luther King Zentrum ist 1998 gegründet worden durch Georg Meusel, der hier sitzt. Der ist jetzt unser Ehrenvorsitzender. Und dann wenig später ist die Aufgabe Archiv Bürgerbewegung dazugekommen. Zuerst, also am Anfang standen die Werte Gewaltfreiheit und Zivilcourage. Das hat ja also auch Lutz Rathenow in seiner Laudatio dazu sehr schön gesagt. Und dann kam dazu, dass wir uns ja auch erinnern müssen an die Quellen. Denn wir sind ja nicht der Einzige, wir haben das auch nicht erfunden. Und wir haben uns ja zu DDR-Zeiten und viele von uns an Martin Luther King orientiert. Aber wir orientieren uns auch jetzt immer wieder an mutigen Menschen. Und wir versuchen dann auch hier in der Region, mutige Menschen auszugraben, zu veröffentlichen. Lutz Rathenow hat das Buch gezeigt, Aktivisten der Freiheit. Das war eine Widerstandsgruppe von 1951. Also das ist auch unsere Aufgabe im Archiv Bürgerbewegung, Vergangenheit zu erklären und damit aufzuklären. Und wir wollen aber auch aufklären für heute. Wenn es also Menschen gibt, die sagen, vollende die Wende oder so DDR 2.0 oder was alles jetzt kursiert, jetzt auch zu Corona-Zeiten, Corona-Diktatur, dann müssen wir jetzt aufklären, dass es Lügen sind, Geschichtslügen widerlegen. Das ist auch unsere Aufgabe, deswegen beschäftigen wir uns auch mit der Gegenwart. Wir versuchen, es zu verknüpfen. Und ich danke allen,
die sich daran beteiligen. Vor allem danke ich Anna Kaminski, Sabine Kuder von der Bundesstiftung Aufarbeitung, denn sie hat uns immer sehr stark gefördert mit unseren Ausstellungen, unseren Buchveröffentlichungen. Außerdem der Landesbeauftragte, nicht zu vergessen, als zweiter großer Fördergeber. Aber weiterer Fördergeber ist die Stadt Zwickau, die Stadt Werdau, Entschuldigung. Die Stadt Werdau fördert uns auch kontinuierlich jedes Jahr mit einer nicht so großen Summe wie die Bundesstiftung Aufarbeitung. Wir sind auch eine kleine Stadt hier. Und der Landkreis Zwickau ebenfalls. Das heißt also, das darf ich nicht ohne Stolz sagen, hier in der Region auch verwurzelt und denke ich schon ein bisschen anerkannt. Das sieht man auch an dem Publikum, das uns zu unseren Veranstaltungen hier begrüßt. Jetzt im Frühjahr sind einige ausgefallen, die werden dann im Herbst nachgeholt. Ja, dann nochmal vielen Dank. Ich glaube, es ist so 3 Wochen her, da hat mir Bernd Gerber so nebenbei mal gesagt, unser Zentrum bekommt einen Preis von der Bundesstiftung Aufarbeitung. Ich glaube, er hat mir damals auch den Namen Karl-Wilhelm-Fricke-Preis gesagt. Allerdings, ich habe ihn wieder vergessen. Ich habe also nur mitbekommen, Corona-bedingt, es gibt eine kleine Feier und es gibt einen Preis. Mit einem Termin, den ich sehr gerne wahrnehme. Und seitdem ich natürlich erstmal Sie alle als Preisträger, alle Beschäftigten, Förderer des Martin-Luther-King-Zentrums recht herzlich beglückwünsche. Und es ist in der Tat so, so wie es Lutz Rathenow gesagt hat, so wie es auch Dr. Martin Böttger gesagt hat, es ist ein Preis, der für Jahrzehnte engagierter Leistung vergeben ist. Für viele, viele Jahre, nicht nur hier in diesen Räumen, sondern mit dem kleinen Beginn, mit dem Umzug in diese Flächen, wo ich in der Tat zumindest ein klein wenig beteiligt war in einer anderen Funktion bis zum heutigen Tag. Es ist ein Preis für aufrechte und engagierte Menschen, für Lebenswerke, leider auch eines kürzlich verstorbenen Mitstreiters, Hans-Jörg Weigel, Sie hatten es gerade genannt, der in dieser Reihe gehört. Sehr aufrechte Demokraten, die es auch gerade in dieser Zeit braucht. Umso mehr freue ich mich, Frau Kaminski, dass Sie erstmals auch unsere kleine Stadt kennengelernt haben. Wir werden auch für die Erinnerung, mein Kollege hat es einstecken, Ihnen noch was da lassen für, dass Sie auch mal in einem Bildband sehen, der ist nagelneu, also nagelneu, das ist jetzt ein Vierteljahr alt, dass Sie etwas sehen über unsere schöne, kleine Stadt mit einem großen, weit über die Stadtgrenzen und über die Region hinausgehenden Zentrum für Gewaltfreiheit und Zivilcourage. So, und für die Stiftung selbst, und das übergebe ich jetzt dem Vorsitzenden mit der Bitte um gerechte Weiterverteilung. Übergebe ich auch noch ein paar Blümchen mit dem Glückwunsch der Stadt Werdau für diesen Preis. Recht herzlichen Dank. Dankeschön.